Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich nie wieder dafür belächelt werden möchte, dass ich versuche, in meiner Freizeit gerade Spiele zu finden, bei denen ich Pferde pflegen kann. Weil im Verhältnis dazu geht's mir richtig gut. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Warhammer offen. Aber wir haben doch gerade einen völlig eigenen Kosmos für uns erschlossen, Pia. Ist Warhammer überhaupt noch, also ist das noch, ich hab, noch ein ich Ding? Ich habe ehrlich das jetzt? Gefühl, Maurice hat die Hosen voll. Er drückt sich, oh, mein Sound funktioniert nicht. Jetzt geht's aber los, Johnny. Ey, also der Shade hier, ich sag dir, also weißt du, was du dir jetzt gerade aufgelassen hast? Das nächste Mal, wenn Pia intrigiert, um deine Beziehung zu spalten, bin ich nicht mehr auf deiner Seite, Johnny. Du hast jetzt hier zwei Leute gegen dich. Ich mach das aus rein egoistischen, subjektiven Beweggründen. Und zwar tatsächlich ausschließlich deswegen, weil ich gerne ein eigenes Pferd hätte. Und Kim hat sich angeboten, meine Reitbeteiligung zu sein. Und ich glaube einfach, dass sie dann mehr Zeit für mein Pferd hat. Wow! So, und jetzt viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wie du ja gesagt hast, Johnny, mehr oder weniger wirklich von Anfang an relevant, dass jeder Schritt sitzt, diese ersten Züge. Da bin ich ganz bei dir, dass das, glaube ich, sehr entscheidend ist, was man jetzt baut, was man macht. Auch von Anfang an, das hast du letztes Mal sehr gut gemacht, die Diplomatie durchgeht und, glaube ich, schon mal alle Bündnisse schließt, die man kann. Ja, klar, dass es geht. Ich muss noch auf Twitter posten, dass wir jetzt Total War spielen. Jawohl. Das muss ich noch ganz dringend machen. Hallo, liebe, wundervolle, großartige Twitter-Gemeinde. Das habe ich mir... Ja, diese Art der Kommunikation habe ich mir von Maurice abgeschaut, tatsächlich. Ist das so? Ja, so kündigst du sowas von die Ränkespiele an. Das stimmt. Oder? Ja, also ja. Chat korrigiert mich, falls ich da gerade Humbutz sage, aber ich spiele jetzt die wundervolle Kislev-Kampagne auf sehr schwer mit meinen großartigen Mitspielern. Jetzt klingt's echt extrem hochgetont und ein bisschen sarkastisch. Es ist nicht sarkastisch gemeint. Du hast, glaube ich, in sehr kurzer Zeit gerade so meine gesamte Persona identifiziert. Aber auch so hochgestochen daherzuschwätzen, dass man nicht ganz weiß, ist das jetzt sarkastisch, ist das ernst, ist es beides? Es ist vielleicht ein bisschen, ich fühle mich gerade sehr durchschaut. Tust du das? Ja. Ich weiß auch nicht, ob mir das gefällt, Pia, aber good job. Hallo, tschüss. So. Ja, Mitstreiter hätte ich auch noch sagen können, stimmt. Ja, das stimmt. Dankeschön, JV Zahl, für die 13 Monate. Aber dankeschön, Sunny Kita. Dankeschön, Heimstar. Maurice sein. Und Oldman und Moxilien. Oh, es sind so viele Subs von reingekommen. Ich habe mich gar nicht bedankt. Ja okay. Ne? Dankeschön, also, Bochi und Schladi und Afro. Muss ich auch noch steigern können, ne? Genau. Ich danke euch. Ja, wir haben sehr, sehr viele Subs verloren tatsächlich. Und ich freue mich sehr darüber, wie viele Leute gerade momentan auch reinsubben und resubben. Dankeschön. Was Johnny, glaube ich, auch macht. Dankeschön, das ist total nett. Versucht die ganzen, also alle Fraktionen, die ich kann, so irgendwie in Bündnisse zu kriegen mit mir, damit wir die für später schon mal irgendwie haben. Auch wenn die gar nicht so viel gebracht haben letztes Mal. Die waren aber, so astro-useless. Aber ich meine, man kann ja auch Armeen übernehmen von Verbündeten, gell? Ja, man genau das. Also, hat. Aber dafür muss man, glaube ich, von Anfang an das aufbauen. Ja, und es gibt auch tatsächlich eine Technologie, die nochmal die Diplomatie verbessert. Ja, auch gut. Hier habe ich das jetzt mal noch gesehen. Irgendwo gibt es auch eine, ich weiß nicht, ob euch das gerade einfällt, eine Technologie, die Rekrutierungsplätze generell verbessert. Ah, hier, lokale Rekrutierungskapazität plus 1. Das ist bei Prag. Mhm. Dann hole ich das wahrscheinlich auch gleich. Da wird die schneller bin. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich bin auch gerade etwas unsicher mit den Rekrutierungs... Also was die beste erste Technologie ist, weil man könnte auch, also ich finde auch eine Eishexenkommandantin direkt freizuschalten, die braucht ja ein paar Tage zum Rekrutieren, dass du dann, wenn du deine Zweitarmee machst, dass du dann eine Eishexe hast statt so einen Korsaren. Könnte auch was wert sein.
Ist die Frage, ja, weil wir halt gegen das Chaos kämpfen und das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Du hast oben auch viele Barbaren oder Norsker, ich weiß nicht, ob du mit denen im Krieg bist, aber die ganzen Magier stinken im 1 gegen 1 total ab gegen Nahkampfeinheiten, ne? Ja, das stimmt. Das heißt, stimmt. Also ich, also meines, von meinem Gefühl her, tut man sich selber einen Gefallen damit, wenn man sich als Kommandanten, also bei Kislev halt insbesondere, wenn man sich als Kommandanten einen Nahkämpfer holt und als Helden eine Hexe. Weil damit hast du halt beides, aber ohne einen Nahkämpfer eine Armee zu bauen, empfinde ich als unfassbar riskant, weil die Nahkämpfer so stark sind in dem Teil. Das stimmt. Also man hat ja auch letztes Mal gesehen, dass so, wenn die Armee, also Boris zum Beispiel selber als Held, ne, wenn die halbe Armee schon gebrochen ist, kann er noch eine halbe Stunde weiterkämpfen. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt. Das war, genau, ich habe jetzt auch die Bündnisse gemacht. Und dann ist eben auch nochmal die Armeekomposition. Ich glaube, da waren wir letztes Mal gar nicht so schlecht. Also ihr habt ja sehr die Eisjungfrau. Ne? Genau, ich bin halt, muss wirklich voll hart, so hart ich kann, auf diese Bären gehen. Weil die halt einfach mein Ding sind mit Boris. Und ihr habt ja sehr die Eiswachen, ne, gemacht, die auch ziemlich gerockt haben. Ich gehe auf Eiswachen, jawohl. Ich gehe auf Eiswachen, ich finde die ziemlich gut. Und was wirst du machen, Johnny, auch Eiswachen? Ja, bei mir ist wieder der Mix. Also ich brauche quasi für die Kämpfe hier, also die Eiswachen ist auf jeden Fall die erste Forschung. Und im Endeffekt wird es wieder ein Mix aus Eiswachen und den Bären. Ja. Aber ich habe tatsächlich, du hast das jetzt mal die Zarenwache ja ein bisschen noch gespielt, ne? Mhm. Da habe ich mir die Stats noch nicht durchgelesen, ob das vielleicht auch worth ist. Aber ich glaube, mehr als 2 Kriegsgebäude zu upgraden, kann man sich auch finanziell kaum leisten. Genau, deswegen, also die Zarenwache ist tatsächlich so relativ, die kriegt man relativ billig, das Gebäude. Und weil ich halt bei mir das Bärenreitergebäude sehr upgraden will, weil Boris das einfach, wäre dumm, es ja, nicht ja, zu machen mit ihm. Habe ich tatsächlich deswegen nicht die Eiswachen. Ach, und Blitzschlag war ja auch noch die Genau, das habe ich mir auch gerade geholt, ja. Richtig. Genau, also ich habe jetzt hier. Ich rüste schon mal hoch für die. Noch relevant zu wissen, tatsächlich als Militärgebäude, ist, dass das Kriegsschlittengebäude gibt ja auch noch einen Rekrutierungsslot. Das finde ich auch nicht uninteressant. Oh, Diplomatie sind, muss ich auch noch machen. Sind, glaube ich, auch ziemlich stark. So. Ja, und also bei mir ist auch wieder so, dass ich in der ersten Runde nicht rekrutiere. Ja, weil du nur Crap hast, ne? Yes. Ah, stimmt, das sollte ich bei mir auch noch rausnehmen. Das wie war verteilen ja auch wir, wie verteilen wir die, wie heißen die Außenposten? Also, dass jeder bei einem anderen was baut, dass das uns maximal was bringt. Bei mir tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass die super useless waren. Ich würde die tatsächlich nicht nochmal bauen, weil du kannst sie nur mit... Du bezahlst sie zwar mit Gold und bezahlst sie auch noch gleichzeitig mit Einfluss, aber es kostet irgendwie 3.000 oder 4.000, was so viel ist, dass ich das stimmt, das ja. Nicht einsehe. Also ich würde es tatsächlich machen, weil du gehst auf Bären, glaube ich, ne, Maurice? Mhm. Und dann spare ich mir das Bärengebäude. Aber du kannst die Bären dann nicht normal bauen, sondern nur über sein... Ja, genau, aber ich habe sie dadurch schneller. Dann würde ich tatsächlich bei dir eins reinbauen, weil du ja auf die Eiswachen gehst. Genau, dann ja. Tauschen wir da ganz gut. Weil ich habe, also ich habe halt das Vorteil, also ich habe halt den Vorteil, nicht das Vorteil, dass ich in Kislev ein ganz besonderes Gebäude habe. Nämlich habe ich Bokka-Palast und da bekomme ich sowohl die Eiswache mit den Schwertern als auch mit der Glewe schon auf Gebäudestufe 4 statt erst auf Gebäudestufe 5. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und ich kriege das halt in einem leeren Gebäude, in einem legendären Gebäude. Das heißt, ich spare mir auch die Eisübungsfelder komplett.
Und dadurch rentiert sich das finanziell halt total, dass ich auf das gehe. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Dann werde ich hier noch das Schlittengebäude einfach bauen für den Rekrutierungsslot. Vielleicht später auch mit einer zweiten. Wie baue ich denn bei dir das rein? Du musst auf Diplomatie und dann Kriegskoordination gehen. Das ist ein bisschen. Ah, genau. Und dann Außenposten. Und dann kann ich. Du bist in Prag, ne? Genau. Jawohl. Dann bekommst du das. Außerdem ist das halt auch so eine Vater-Tochter-Geschichte, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich möchte absolut, halt einfach deine Bären klauen. Absolut. Ja, und ich deine Eiswachen, genau. Das ist unsere Dankeschön, Familie. Dankeschön, Captain Fast, halt und Dankeschön, Memprise. Jede Familie Dankeschön, Chico. Hat so ihre eigenen meine Mods sind also, noch nicht da. Dankeschön für den Hinweis. Deswegen. Ich wechsle gleich das Genre. Und Dankeschön, Chico und Tiasla. So, und vielen, vielen lieben Dank wegen den ganzen Subs. Dankeschön, Dankeschön. Man hat halt noch diese Spezialgebäude hier. Ich habe da einen, das gibt minus 5 Verschleiß durch alle Quellen. Das könnte gegen diese gar nicht so schlecht sein. Also gegen Nörgel vielleicht. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das brauche. Weil sonst gibt es mir. Aber es gibt mir Führerschaft gegen Chaos. Das auch nicht. Ich glaube, das baue ich noch. So, und dann werde ich auch nicht rekrutieren. Ich schicke mal meine Heldin schon mal ein bisschen. Zum Scouten hier, dass wir die Nörgel-Sache für alle, die heute auch zum ersten Mal gucken, die Schwierigkeit dieser Kampagne ist, du musst jetzt in 15 Runden diese 4 Nörgel-Siedlungen einnehmen und der spawnt hier einen Full-Stack nach dem anderen. Und wir müssen irgendwie versuchen, da reinzukommen. Ich werde mir jetzt auch nochmal, auf jeden Fall skille ich, sobald ich kann, auch auf den Blitzschlag, weil... Das war schon sehr, sehr praktisch. So, das habe ich jetzt auch. Und ich löse auch mal Truppen auf, die ich eh ersetzen werde. Gut. Und damit bin ich auch durch. Ui, okay. Bist du direkt attackiert? Ja, ich habe mich direkt vor den gestellt. Also ich bin gemutet. Ich bin gemutet, sorry. Ich habe mich direkt richtig aggressiv vor den gestellt, damit er mich angreift. Oh. Und das hat funktioniert. Ich bin nur am Überlegen, ob wir das... Also das, ich kriege einen knappen Sieg berechnet. Aber ich bin am Überlegen, ob wir das vielleicht manuell spielen wollen, um die Truppen zu schonen, weil dahinter schon ein 20er-Stack ist. Wäre das okay für euch? Ja, machen wir das doch. Ich würde auch sagen, ich glaube, man muss in dieser Kampagne auch ein bisschen mehr selbst spielen, als man sonst tun würde, weil es wirklich in jeder Schlacht auch darum geht, Verluste zu vermeiden. Ja, genau. Und mir geht es halt auch um die Healthiness tatsächlich, weil, also ich würde halt nichts verlieren, aber die Sachen werden halt dann einfach direkt um 25% runtergerechnet, was ihr Leben angeht. Und so kann ich halt die Einheiten der Armee gezielt opfern, bei denen ich weiß, dass ich sie nicht mehr brauchen werde später. Was, glaube ich, einen Wert hat dann. Nörgelsiedlungen klingt so, als würden da nur Karens wohnen. Es ist auch ein Nörgel mit U geschrieben und nicht mit Ö. Es ist nicht Nörgeln, es ist Nörgel. Aber beides fühle ich. Und gegen beides... Wäre ich bereit. Beides gegen beides hilft dir in der Waschen vorm Essen. Wow! Okay, ja, doch. Tatsächlich ist meine erste Assoziation, die ich mit Karens habe, immer die nervige Frage, die ich 100-mal als Kind gestellt bekommen habe. Hast du auch wirklich die Hände gewaschen? Das verbindest du mit Karen, das ist ja noch harmlos. Das verbinde ich mit Karen, ja. Wer von euch mag Pferde? Ich mag Pferde. Also, eigentlich mag ich Bären, aber ich nehme auch Pferde. Bitte sehr, dann also hast du schon mal hier Pferde. Ich als Boris bin natürlich auch eher der Bärentyp, aber... Ja, Bären habe ich leider noch keine, deswegen kann ich dir auch keine anbieten. I'm ja, sorry. Doch nicht, aber wir arbeiten ja dran. Bald hast du ja die Siedlung da bei mir und dann hast du alle Bären, die du willst. So, wenn sich deine Tochter zu Weihnachten einen Bär wünscht als Zar Boris, dann gibst du ihr den.
Ich hätte gern ein Pferd. Geht das auch? Ich glaube, das würde Familienzwist auslösen, wenn Katharin wenn ich das Boris Pferd kommt mit Steak fütter. Wow. Hey. Also ich glaube, wenn Katharin zu Boris kommt und sagt, ich will keinen Bären, ich will irgendein anderes Tier als einen Bären. So, ich glaube, wir tun uns gerade gegenseitig irgendwie rein, die Truppen setzen. Wo soll ich mich postieren mit meinen Lanzen? Also ich glaube, das passt so ganz gut, dass das ja, wir sind ja nicht so stressig im Kämpfen. Ich glaube, egal was wir machen es besser als die KI-Berechnung. Hoffe ich. Ich laufe mal hinten rum, ne? Jawohl. Mein Chat sagt gerade, im Tabletop-Spiel hatte sie ein Pferd oder eine pferdegezogene Kutsche und keinen Bären. Oh, interessant. Das heißt, da haben die Spieleentwickler eine Art Downgrade dann, also ein Upgrade eigentlich aus Kislevs Sicht wahrscheinlich, aber ein Downgrade aus deiner Sicht gemacht. Ja. Ja, aber also mal ganz ehrlich, würde der Reiterhof Bären anbieten, würdest du wohl eher auf ein Bär reiten als Nein. auf ein Pferd, oder? Nein. Ja gut, dann kann dir auch keiner mehr helfen. Also. Hallo? Oh, jetzt geht's hier los. Okay. Warum so bewertend? Pferde sind halt, also ich finde die Vorstellung halt einfach lustig, auf 600 Kilo zu sitzen, die gesteuert werden von einem Gehirn, das so groß ist wie eine Walnuss. Wie groß ist denn ein Bärengehirn? Ja, da war ich jetzt auch rein. Für gewöhnlich sind Gehirne von Fleischfressern eigentlich immer größer als die von Pflanzenfressern in der Regel, ne? Oh, er hat mich bemerkt. Das kann er sich nicht Wow, jetzt wird schon der Sieg ist nahe eingeblendet. Aber es wollte uns einen knappen Sieg geben, ey. Dieses Spiel manchmal. Der dreht aber auch die ganze Zeit um, ne? Der ist sehr verwirrt. Ja. Ich drehe weiter die ganze Zeit einfach nur um, ne? Ja, das passt super. Nee? Und er rennt hier dabei so ein bisschen, wie geil, wie diese Kröten einfach schon weggeballert werden. Bevor sie überhaupt da sind. Ja, wir schaffen es halt, wie es aussieht, ohne Verlust, also ohne Schaden. Und das ist halt Weltklasse. Das ist ja der Hammer, ey. Ja, ich glaube, ich muss aber noch eine lange Runde hier drehen. Komm, ist hier Wurf. Komm, kriegen wir die auch noch weggeschossen, bevor sie überhaupt ankommen? Okay, vielleicht nicht ganz, aber... Da werden doch unsere gepanzerten Kossas hier... Doch, klar, warte, da kommt jetzt noch Ding. Eis drauf, jawohl. Und weg. Easy life. Geil, also die haben noch irgendwie ein, zwei Schläge haben sie noch hingekriegt, aber jetzt fallen sie hier einfach um vor unseren Kossas. Das ist ja der Hammer. So, optimal. Jetzt die noch wegschießen. Das ist einfach wirklich ein Stiefelkreis, ne? Ja. Das ist wirklich ein Stiefelkreis. Holy shit. Ich werde diese Schlacht einfach gewinnen, ohne einmal attackiert zu haben. Ne? Ich laufe einfach nur auf und ab, ja, damit also ich ein bisschen Ich habe ja auch nicht viel mehr gemacht, als den Typen zu sagen, wo sie stehen sollen und sie auf Auto feiern zu lassen. Ich habe Suppe bekommen, aber ich wollte gar keine Suppe. Oh, das ist natürlich hart. Der ist ein Magier und hat mir Suppe reingegeben. Schlimm. Dafür ballern wir ihn jetzt aber weg. Ekelschwabbel heißt er. Der ist auch wirklich ein Ekelschwabbel. Nörgel ist einfach... Ja. Ich will einmal hitten. Ja! Das war ja gutes Timing, ey. Dieser eine Schlag hat uns den Sieg gebracht von deinem... Ja, One versus Nine. Wow, geil. Das war doch mal wirklich jetzt null Verlust. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Bei mir wird im Chat geschrieben, das ist der LOL-Profi, last hitten kann er. Das stimmt. Es hilft. Also das war ja wirklich mal hier, und du hast eine Standarte der Mordlust bekommen, was finde ich auch sehr passend ist für dieses Gemetzel. Ja, aber ich hätte eher so eine weiße Weste der Unbefleckten oder sowas. Das oh ja! So. Mein Chat schreibt gerade, Bärengehirne sind 10-mal größer wie das von Katzen. Aber ist das jetzt... Sagt dein Chat wirklich wie oder... Also, ist das, sie haben ist das wie gesagt, ja.
Aber was ich mich gerade an der Stelle eher frage, ist, wie groß ist das Gehirn von Katzen? Auch das, ja. Was ist die Maßeinheit? Rechnet man Gehirne in Katzengrößen? 2 Katzengehirn, 3 Katzengehirn oder wie anscheinend. Genau? Ja, das scheint der Weg so zu sein. Und die nächste Frage ist vor allem, was für Katzen? Löwen? Ja, doch, ja. Ich finde den Tag heute großartig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr gute Laune und es ist bis jetzt sehr, sehr lustig und ich habe sehr viel Freude daran. Ja, und das ist ja die Hauptsache, ne? Ja. Warum sagst du das so sarkastisch? Tue ich gar nicht. Was du da rein interpretierst. Aha. Aha. Das stimmt, ja. So. Und ich bin gerade nicht sicher, also tatsächlich ist so ein bisschen, es wird relativ schnell das Geld halt knapp, ne, für diese Elite-Armeen, die man ja eigentlich haben will. Ja, also du kannst auch deinen Commander ja noch die lokalen Truppen, also jetzt gehen, dass Rekrutierung billiger ist in seiner lokalen Armee. Also tatsächlich habe ich ein bisschen die Schwierigkeit gerade darin, dass ich tatsächlich mich nirgendwo hinbewegen kann. Ja, das klingt gar nicht so. Weil ich halt direkt, also ich habe schon 2 volle 20er-Stacks links von mir. Ja, das ist relativ krass. Also ich kann da noch nicht gegen angehen. Ich muss tatsächlich zwangsweise eine Runde warten, bevor ich da reingehen kann. Ja. Ja, ich muss auch immer die ersten beiden Runden chillen, also. Dankeschön, Aftershaf, okay, für die 2 Monate. Ich Dankeschön, MP Zero. Ja auch gar nicht und Dankeschön, so blöd, Captain Fass. Vielen lieben Dank. Kommen. Und hallo, Golor. Und sich in unsere Ein Katzengehirn ist 2 1/15 von einem Opossumgehirn, welche die offizielle Maßeinheit für das Rechnen von Gehirngrößen sind. Alles gut. Kennt ihr das, wenn ihr Dinge in eurem Chat lest und ihr wisst, dass da eine Menge an Humor mit drin ist, aber ihr seid euch nicht sicher, wie viel Humor? Und dann wisst ihr nicht, ob ihr gerade verarscht werdet oder nicht und lest die Sachen so semi-seriös vor, damit ihr euch das einfach offen lässt, zu lachen oder zu sagen, oh, so ein Blödsinn. Ja. Ist auch immer, wenn irgendein anderes Team in meinem Chat schreibt und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, dann habe ich auch immer so eine semi-Sarkasmus-Stimme einfach ready. Ja, genau. Und also ich würde jetzt einfach mal drauf warten, wie du jetzt darauf reagierst. Ich würde es einfach mal vorlesen. Ja, mach mal. Ein Katzengehirn ist 2 1/15 von einem Opossumgehirn, welches die offizielle Maßeinheit für das Rechnen von Gehirngrößen ist. Aha. Aha. Okay. Ja. Gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel von diesem Satz richtig ist und wie viel nicht. Das ist alles ist möglich. Aber ja, wie viele Opossum-Gehirne sind denn dann ein Menschengehirn, würde mich jetzt aber schon interessieren dann. Oh mein Gott, das ist ganz schon furchtbar. Das ist auf jeden Fall wild, so möchte ich es nennen. Opossum-Gehirne sind die offizielle Maßeinheit, ja? Okay. Ja, genial. Also ich glaube, der Teil ist humoristisch gemeint. Aber wie sieht's mit dem 2 1/15 eines Katzengehirns aus? Stimmt das? Weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja. Ja, das bleibt ein großes Fragezeichen. Und jetzt kommt der Faktenchecker. Und dann, wir brauchen so ein Team im Hintergrund, das dann sagen kann. Wie groß ist korrekt. Menschengehirn? Das ist falsch. Aber ich muss auch sagen, das Argument vom Grillbesteck, großartiger Name, by the way, auch, finde ich tatsächlich glaubwürdig, der schreibt: Wenn das amerikanisch ist, könnte es stimmen, die messen mit allem, solange es nicht metrisch ist. Also danach gehend, wenn du etwas in Fuß misst, kannst du es auch in Gehirn messen. Die Argumentation ist actually stimmig. Ja, nee, fühl ich. Holt mich ab. So, wirklich. Dankeschön, Hidden Raw, für die 3 Monate. Dankeschön, Kirito, für den Prime Sub. Und Stuggy für den Prime Sub. Oh, dankeschön. Dankeschön. Das ist super lieb. Technologien.
Ist auch schön, wie das so steht. Erobert den Norden, ihr kriegt 10.000 Gold. Ach, übrigens, ihr verliert eure Kampagne, wenn ihr diese Mission nicht schafft. Okay, okay. Die sind schon relativ knallhart, ja. Oh, das wäre ganz gut. Ja, erstmal. Der Enzephilisationsquotient ist ein Maß für die relative Größe des Gehirns bezogen auf einen bestimmten Erwartungswert. Ja, das wusste ich. Ich auch. Ich wollte euch nur mal testen. Das habe ich natürlich auch so in meine Abi-Abschlussprüfung geschrieben. Ja, zu der ich nie angetreten bin. Ja, meine Abi-Abschlussprüfung in Deutsch, da habe ich da... Ja. Zum Flexen. Das stand direkt unter, wie heißt du? Das ist dein Name. Ja. Boah, ich habe gerade richtig Flashbacks an Abi-Abschlussprüfungen. Das ist ja nicht viel. So gut. Denk lieber an Warhammer, konzentrier dich auf die wichtigen Dinge im Jetzt, Johnny. Das stimmt, ja. Hinterhalt gescheitert, Gefechtsausgang, mannhafte Niederlage, Verluste hoch, Entschuldigung? Wow. Ich glaube, wir müssen das gewinnen. Ja, ich lasse den aber mal durchlaufen. Das Auge eines Vogelstraußes ist größer als dessen Gehirn. Das sind solche absurden Berechnungen, also... Erinnert ihr euch noch an den Dancer vor meiner Haustür beim letzten Mal? Ja. He's back. Danced er schon wieder? Ja, ist wieder am Dancen. Sehr toll. Na, ich freue mich auch. Fühl dich nicht getriggert. Nee, gar nicht. Fühl dich willkommen bei uns. Gar nicht. Oh, Junge. Ich geh mal ein bisschen weg, Leute. Jawoll. So, ich bin bereit, ich bin ready. Ich bin in 2 Sekunden wieder da, gebt mir ein Sekündchen, aber ich habe schon auf ready gedrückt. So, wir brauchen eine gerade Anzahl der Units, damit ich die gut teilen kann, weil sonst dreht mein Symmetriewahn hier gleich wieder am Rad. Mich machen immer noch diese Namen für die Nörgel-Einheiten, für die Helden, so fertig. Giftfurzer Weltenverderber. Also. Gegen Weltenverderber hab ich ja nichts, aber warum müssen sie mir auch noch definieren, auf welche Weise dieses Ding die Welt verdirbt? Also. Ja, ne? Du sollst halt bestens informiert sein über die Truppen, ne? Ja, ja. Ja, nee, ja, weiß nicht. Bin nicht restlos überzeugt, Johnny. Das verstehe ich. Bin ich ehrlich. Okay, also. Der Hinterhalt ist schon mal richtig schief gelaufen. Dann probieren wir das doch direkt nochmal. Ich mache auch einfach so einen Meter neben ihm, gehe ich auf einmal random in den Hinterhalt. Ne? Also. Ja, absolut. Also, er wird es nie kommen sehen. Ey. Das ist alles richtig so. Das letzte Mal konnte ich aber ein Gebäude bauen, was mir Einkommen gibt. Aber das habe ich diesmal einfach von Anfang an. Das ist ein bisschen störend. Ja, ich befürchte, wir müssen ja gleich bei mir die entscheidende Schlacht schon schlagen. Wow. Keiner fast forward. Das ist ja auch okay. Denk dran, du hast diese Anrufung des Ursohn. Du kannst dem schon Verschleiß in deinem Land geben. Ah, geil. Ja, ich habe die... Diesmal eine etwas andere Idee. So, ich bin wieder da, sorry. Alles gut, ich hab mir extra Zeit gelassen, bis du wieder da bist. Ach, das ist nett. Okay. Weiter Armee aufbauen, nur nicht stressen lassen. Erstmal einfach Armee aufbauen. Wipen ist schlimmer, als eine Runde länger zu brauchen, um mehr Armee zu haben. Der ist ganz schön schwer anklickbar, der Dancer. Wer hätte das gedacht? Oh, bei mir kommt jetzt hier auch tatsächlich einer ran. Jern. Was aus hallo Kanas und hallo Butzan. Ich würde jetzt meine erste Schlacht hier machen, ne? Jawohl. Wenn ich ihn angeklickt kriege.
Ja, er ist geflohen. Er ist weggedanced. Er hat aufgehört zu tanzen, das ist mir sehr wichtig. Das war das Ziel dieser ganzen Aktion. Hast du ihn nur deswegen angegriffen? Ja, ich möchte mich hier nicht äußern ohne meinen Anwalt, aber... Jut, jut. Das ist schon sehr deutsch, also diese Aussage. Oder amerikanisch. Im Amerikanischen stelle ich mir das auch so vor, so, sage nichts mehr ohne deinen Anwalt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nur amerikanische Polizeiserien schaue. Ja, es ist möglich, es klingt zumindest danach. Ich habe einen knappen Sieg mit Verluste gering. Ich würde das automatisch simulieren, ne? Also Verluste niedrig. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Bist du dir wirklich sicher? Ja, jetzt im Nachhinein weniger, aber man lernt ja dazu. Das ist ja auch. Was gibt es bei euch heute zum Essen? Ich habe mir auf dem Rückweg, als ich hier wiedergekommen bin quasi, war ja so ein bisschen, ich war ja ein bisschen in Eile, weil ich Sorge hatte, ich bin zu spät. Deswegen habe ich mir auf dem Weg bei der Pizzeria, die um die Ecke ist, habe ich angerufen und gesagt, ich würde gleich rumkommen und mir was holen. Und dann machen die das ready und dann kann man das direkt mitnehmen. Alter, wie cool. Richtig cool, ja. Boah, in meinem Chat hat jemand gerade Chili geschrieben. Oh. Oh, nicht schlecht. Gott, ich liebe Chili. Jetzt hat's True Damage gemacht und direkt in den Magen rein, oder? Ja, auf jeden. True Damage und ein Crit. Das klingt großartig. Ich habe blöderweise gerade direkt Geldprobleme, weil die mich plündern mit zwei Armeen. Die nehmen mir halt gerade 860 Gold pro Runde weg. What? Kann ich gar nicht weiter rekrutieren, weil ich halt eine Armee und dann bin ich krass im Minus vom Unterhalt her. Ich muss jetzt hoffen, dass die mich in Prag angreifen, weil ich die aber auch nicht im Feld besiegen kann. Das hatten wir letztes Mal auch nicht, dass die plündern, glaube ich. Da bin ich jetzt gerade etwas kalt erwischt worden, wie ich zugeben muss. Dieses Essen klingt alles. Ich bin auch wieder bei 3000 Minus pro Runde. Also, ich ernähre mich auch nur vom Geld des Gegners. Plus 3354, so. Ja, so ein Streber, dass ich nicht mal eine Zahl vorlesen kann. Wow. Nee, ich wäre eigentlich, wie gesagt, auch noch bei Plus. Aber meine Armee ist halt noch nicht Full Stack und ich kann noch nicht so viel rekrutieren, dass ich halt irgendwie ins Fett ins Minus gehe und dann Schlachten gewinne. Mm. Ich bin gerade in so einer ganz blöden Mittellage, wo ich irgendwie nichts wirklich sinnvoll machen kann und hoffen muss, dass sie zu mir kommen. Und sie dann vielleicht mit meinem Blitzschlag oder sowas oder irgendwie kriege. Mal schauen. War nochmal die Wirbelsturm oder Eisbisser bei Eis? Wirbelsturm ist Mercy with Poltiff und Eis ist mehr Damage. Runtergebrochen, also, aber von dem, was es skilltechnisch machen kann. Also, du hast beim Wirbelsturm hast du auch gerade für die Bogenschützen echt coole Buffs dabei, was den Schaden halt erhöht. Es ist beides wirklich stark. Also, hat mich abgeholt, bin ich dabei. So, ich gebe jetzt auch mal ein bisschen die Anrufung des Ursun hier rein. Ja, den kann man gar nicht oft genug anrufen. Ich bin da auf Durchfall. Wobei die ja Plünderern auch nicht, merke ich gerade, die macht ja Plünderern gar keinen Schaden, weil die immun gegen Verschleiß sind. Ah, ist das blöd. Ihr Säcke, ey. Aber dafür können sie sich jetzt nicht mehr bewegen. Das stimmt. Also müssen sie weiter plündern. Was auch nicht optimal. Ja, ist alles eine Katastrophe hier. Katastrophe ist jetzt auch schon wieder ein starkes Wort, ne? Oh, ich habe mich verskillt. Sorry. Oh Gott. Ist das auch eine Katastrophe? Nee, aber er hat fast keinen Kriegsbär bekommen. Das findet er schon doof. Oh ja, Kriegsbär ist es wichtig. Gibt doch echt genug Spiele. Muss man denn gerade jetzt so eine Kriegsspiele spielen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja. Weil ich auch absolut davon überzeugt bin, dass die weltpolitische und europäische Lage sich in irgendeiner Weise davon beeinflussen lässt, was man für Spiele in seiner Freizeit spielt. Auf jeden Fall. Lesen. Ja, die Hauptkampagne geht auch mit 3 Leuten. Ja, mit bis zu 6 Leuten, Marcel, sogar. Selber gemachte Germknödel klingt großartig, ey, holy shit.
Ja, vor allem auch so ein realistisches Glücksspiel mit Orks. Man kann ja irgendwie schon ein Stück weit billiger machen, ne? Das ist ja auch immer ganz... Nee, aber grundsätzlich, Argumentation, man soll im Krieg keine Kriegsspiele spielen, ist in etwa die gleiche Argumentation wie Ballerspiele führen zu Attentätern. Das ist einfach wissenschaftlich widerlegt. Und ich halte halt nichts von Meinungen, die sich auf Dinge stützen, die einfach wissenschaftlich und faktisch widerlegt sind und inhaltlich nicht korrekt sind. Und mein Elementar. Ja. Natürlich kann ich aufhören zu baden, weil ich glaube, dass die Welt dann ein besserer Ort wird, aber der Einfluss ist halt wissenschaftlich nicht gegeben. Also warum sollte ich aufhören zu baden? 20er Stacks gegen 4 Truppen. Das Spiel ist manchmal einfach gemein. Ja, ich meine, der hat halt nur noch so ein HP-Restchen, ne? Ah, ich sehe ihn gerade. Ja, gut, das verstehe ich. Aber trotzdem finde ich ein bisschen, dass das Spiel da einfach dir nicht den... Also dir vielleicht nicht ein bisschen als Spieler was zutraut, dass du den halt nicht in die Schlacht werfen würdest, ne? Also warum auto-resolve der das, als würdest du deine teuerste angeschlagene Einheit frontal in diesen Mini-Vierer-Stack reinwerfen wie so ein Idiot. Das finde ich halt schon irgendwie ein bisschen, das ist ja nicht irgendwie, das erhöht ja jetzt nicht mal den Also grundsätzlich die Spielewelt, egal, also oder anders gesagt, Unterhaltung, egal ob die Spielewelt oder Satire beziehungsweise humoristisch in Bezug auf Comedians, Filme etc., Bücher, sind auch immer eine Art und Weise, mit auch schwierigen Situationen umzugehen. Sie können politisch sein und sie können einen politischen Diskurs fördern und stützen, aber in erster Linie sind sie in vielerlei Hinsicht auch einfach Escapism und tragen nicht die Verantwortung für grausame Dinge, die in der Welt passieren. Und es wäre schön, wenn wir den Diskurs um Kriegssituationen nicht verschieben würden, um sie Privatpersonen in einem Escapism in die Schuhe zu schieben, denn das entlastet die eigentlichen Verantwortlichen aus der Situation und ist völlig der falsche Ansatz für eine Debatte. Und mal gucken, ob ich... So, ich meine, wir werden die ja eh platt machen, aber... Bin ansprechbar wieder, sorry. Cool. Ich habe dir Bärchen gegeben, ne? Oh, geil. Ich möchte mich nur anders noch hinstellen mit den Bogen. Ja, also, ach, oh, du hast schon gestartet. Ja, ich okay. Ein bisschen ungeduldig. Dann, aber es ist auch wirklich... Es geht nur darum, dass der Elementarbär nicht in die Schlacht rennt und stirbt. Wo sind denn die Bärchen? Ah, die hast du... Die sind... Ah, da oben sind die Bärchen, okay. Ich hab die actually gar nicht aufgestellt, also stehen irgendwo. Aber ich meine, to be fair, der kommt auch über den Fluss, ne? Also der kommt jetzt zu uns. Jawohl. Das sieht schon sehr free aus. Den machen wir platt. Ich meine, der kann ja auch gar nicht warten, weil die Verstärkungsarmee ja auch noch kommt. Also. Ja. Ich find's so krass, man sieht den Slow halt sehr, sehr hart, wenn... Von den Eiswachen, ne? Find's ja. Schon heftig. Die sind ultra stark. Die sind ultra stark und ultra cool und die Frösche sind tot, bevor sie da sind. Ja, was mir extrem wichtig ist, weil gerade die Frösche so unangenehme Einheiten sind, wenn sie rankommen. Ja. Also allgemein unangenehme Einheiten, ne? Guck sie dir an. Allein schon optisch. Also nee, aber ich finde auch nicht. Ich finde die Frösche tatsächlich auch wirklich, also unangenehm im Sinne von dem, wie viel Schaden die machen. Und weil ich auch bei den Fröschen das Gefühl habe, einfach durch die Art und Weise, wie die Models konzipiert sind und durch die Reichweite, die sie haben und dass sie dich halt so ein bisschen zurücktreten, tue ich mir im Nahkampf gegen die um einiges schwerer als im Fernkampf, weil die dann immer so ein bisschen aus der Reichweite rausglitschen, aber dir noch immer Schaden machen. Ja. Das finde ich bei einigen Dämonen-Fraktionen ein bisschen unangenehm. Ja, nee, agree. Ich meine, ich wollte jetzt hier irgendwie so einen Bärenflankenangriff machen, aber es ja, ist das bisschen ich eben auch. Oh, ich bin ein bisschen runtergebremst. Die werden ja einfach weggeballert. Ja. Ja, ich wollte den Bärchen auch ein bisschen Spaß geben hier einfach. Ja, dass ja, sie da genau. Kurz so rein dürfen. Ja, es gibt garantiert auch extra Erfahrung. Alter, der Kommandant, wie einfach seine HP. Der schmilzt einfach. Ja. Und jetzt Fokus auf den Kommandanten. Let's go. Okay. Aber also ich kritisiere das echt an dem Spiel, dass das jetzt ein Auto-Resolve war. Also, wenn du gewinnst es ohne Verluste, wenn du wirklich nichts anderes machst, als deine Armee in eine Reihe zu stellen und AFK zu gehen. Und das Spiel sagt im Auto-Resolve, nee, ich glaube, du würdest deinen Elementarbär frontal reinwerfen.
Der stirbt dann auch gegen diese Armee. Come on! So, ich verstehe ja, aber das wie bei soll das berechnen Schlachten. Sonst? Wait, aber warum habe ich denn jetzt... Ach so, getötet. Ah, ich dachte kurz, das wäre die Anzeige. Ich dachte gerade, ich hätte die Hälfte meiner Eiswachen verloren. Nee. Kurzer Herzinfarkt, aber ein bisschen wild. Ich glaube tatsächlich aber, dass das Simulationsmäßig ein bisschen schwierig ist. Und ich glaube, die simpelste Lösung dafür wäre einfach zu sagen, okay, you know what, wir machen das folgendermaßen, dass du entscheiden kannst, ob du eine Unit nicht in den Auto-Resolve mitnimmst. Also ihn einfach quasi vor der Schlacht hinten stehen lässt. Oder so, ja. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich ein Workaround. So, jetzt belagert er mich tatsächlich hier in Prag. Hast du dir ja gewünscht, ne? Ja, er belagert mich nur mit 2 Armeen. Das hast du dir nicht gewünscht. Nee. Aber du hast ja Ursun angerufen. Das stimmt. Wo zur Hölle bin ich? Ah, hier. Also ich würde eine mannhafte Niederlage beim Ausfall kriegen. Würdest du echt? Also würdest du das Risiko eingehen? Ja, man könnte ihn auch erstmal noch ein bisschen tatsächlich mit Ursuns Anrufung ihn ein bisschen wegballern. Ich krieg auch Verschleiß, aber nicht ganz so viel. Also ich wollte dich da jetzt auch nicht irgendwie verunsichern oder beeinflussen. Das ist vollkommen richtig. Ich habe ja ganz gut Defensivgarnisonen gebaut. Schauen mal. Die Frage ist natürlich, bringt er noch mehr Armeen hin? Aber tatsächlich ist, glaube ich, sich auch ein bisschen auf die Ursun-Beschwörung zu verlassen, gerade gar nicht so blöd. Und dann mal gucken, wie das weiter wird. Okay. Ich habe jetzt alle meine Abkommen, die ich machen kann, habe ich gemacht. Ich kann tatsächlich gar nicht so viele machen, was ein bisschen schade ist. Hast du dazwischen auch, also du hast bestimmt hin und her geklickt, ne? Ja, genau. Aber ich guck mal, was es noch so gibt. Ah, hier geht's ein bisschen was. Hier, komm. Okay. Mit Ostland. Hä, warum springt denn mein Spiel die ganze Zeit irgendwo in den Norden? Ich bin gerade sehr verwirrt. Das weiß ich auch nicht. Gletscherprisma will ich haben. Baue ich meine Armee aus oder baue ich Kislev aus? Das ist die große Frage gerade. Ich habe halt noch keine richtigen Fronteinheiten gerade, die mich glücklich machen. Die Zarenwachen sind nicht so scheiße, ne? Nee, die können schon was. Die können ganz gut die besten sein. Die haben halt keine Fernkämpfer, also kein Fernkampf. Also nee, ich habe die Eiswachen dahinter, also das passt. Genau. Macht die Zarenwache kann ganz gut eine Linie halten. Holt ihr euch... Achso, warte mal, ist das Richtige, was ich im Kopf habe? Nee, das ist... Habt ihr die Zweihandwaffen oder die ohne Zweihandwaffen? Ich habe beide ein bisschen gemischt, weil gegen Nörgel ist, glaube ich, die Zweihandwaffe ganz gut, weil Nörgel hat ja gar nicht so viel Fernkampf und die anderen haben halt ein Schild, das hilft, glaube ich, vor allem gegen Bogenschützenfraktionen. Und du hast ja später Stanesh als deinen Gegner, der auch keinen Fernkampf hat, also gar keinen. Deswegen ist für dich wahrscheinlich die Zweihänder besser. Ja. Wirklich gar keinen? Nee, Stanesh ist wirklich einfach, also die sind ultra schnell und die haben diese Rasenmäher. Die man, glaube ich, nicht Rasenmäher nennen sollte. Aber ich finde, es ist eine bessere Beschreibung als wie man. Also es, ich finde, sie sind mehr Rasenmäher als Streitwägen. Es sind mehr Rasenmäher als Streitwägen, nur dass sie halt nicht nur Rasen. Also eigentlich müsste man sie als Armeemäher benennen. Ja. Weil sie halt einfach. Ja, Menschenmäher, weil sie rennen halt einfach mit ihren Mähgeräten über die Armeen hinweg. Aber Menschenmäher klingt auch irgendwie nicht schön. Agree. Ich find's faszinierend, dass während meine Stadt belagert wird, die Patriarchen ein Komitee für Staatssicherheit in der Stadt gegründet haben. Und unzählige Kisleviten aus ihren Betten zerren und für Ketzerei exekutieren. What the fuck? Wer vermag es zu sagen, wie viele davon unschuldig waren?
Nichtsdestotrotz ist die Reinheit oder zumindest der angstvolle Gehorsam wiederhergestellt. Alter. Das habe ich jetzt wenig. Das habe ich für ein paar Runden weniger Korruption, was tatsächlich mir was bringt, weil ich mega viel Korruption gerade reinkriege. Also, die haben schon alles richtig gemacht, meine Patriarchen. Das ist immer noch die mannhafte Niederlage, aber er kriegt deutlich mehr Verschleiß als ich durch Ursun. Das heißt, das ist ganz gut. Und er plündert nicht. Also, das Problem ist, ich bin halt wirklich am Halten jetzt hier gerade nur. Ich kann nicht wirklich vorrücken. Ich binde auch immerhin zwei Armeen damit. Aber das Vorrücken muss ich leider gerade so ein wenig euch überlassen, blöderweise. Mhm. Ja, ich habe Zeuschenk eingenommen. Sehr gut. Wie viele Runden haben wir noch? Eigentlich zu wenig. Also ich würde jetzt vorrücken in der Runde, die jetzt kommt. So, bei mir ist halt jetzt die Frage, ob ich jetzt links einen Abstecher mache, um die in der zweiten Phase so eskalieren, frühzeitig reinzunehmen. Aber ich glaube, ich muss dazukommen, damit ihr rechts nicht so viel Stress kriegt. I will permit. Jeder Rasenmäher wird ohne Pflege und Schliff irgendwann zum Heuwender. Alter, Leute, ey. Was soll ich mit... I mean, is he wrong? Es stimmt, ja, das stimmt. Es braucht, glaube ich, schon ein bisschen lange. Ich frage mich halt immer, was ich auf sowas antworten soll. Einfach ja, habe ich noch nie dran gedacht. Aber, es ist aber, ja auch korrekt. Ich aber auch also, noch nie dran denken. Das ist einfach ein Statement faktisch akkurater Tatsachen. Wenn du König bist und er dein Untertan, das kannst du ihm nicht in allen Bereichen helfen, weil du deinen eigenen Untertanen, wenn du mit ihnen verbündet bist, nicht gegen andere Vasallen von dir selbst helfen kannst, Hinra. Also es macht tatsächlich viel mehr Sinn, wenn ihr beide nebeneinander als Herrscher startet und versucht, Bündnisse miteinander einzugehen, die nicht voneinander abhängig sind. Also lieber anliegende Herrscher, ja, ja. Oh, sorry, hallo, User Who. Das geht immer so ewig lange. Alles gut? Alles fein. Nee, das ist ja. Solange du diese Zeit nutzt, um die Feinde Kislevs in den Boden zu stampfen, ist ja alles. Sowas also, von. Ja. Also wurde auch schon. Dann gehe ich derweil noch vielleicht auch mal meine Diplomatie durch. Nochmal. Ah, hier ist nochmal ein. Wurde, oh, sorry. Achso. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt deine Diplomatie gecancelt mit meinem Film. Nee. Alles gut. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar Bündnisse, die ich sogar allmählich mal machen kann. Sehr, sehr gut. Ich habe leider Schutzbündnisse, die ich jetzt eingehen kann. Ostrosk, ne? Da braucht ihr noch ein bisschen hin. Weil ja, weit entfernt von tatsächlich leider. Aber ich könnte ja rüber rennen und dann müssen die da ja Armeen hinschicken und dann habt ihr mir jetzt schon mit der Zeit. Potenziell. So. Gut, aber gerade gehen einige Bündnisse, die gerade irgendwie noch vorher nicht gingen. Das ist gut, dass ich nochmal reingeschaut habe. Ja, das ist natürlich bei mir auch irgendwie jede Runde. Richtig krass. By Sigma's will, come in peace. Gut. Ich habe das Gefühl, dass das auch ein Mitspiel hat, das hochrechnet, dass wir uns untereinander, also dass wir untereinander miteinander verbündet sind. Ja. Und dann, wenn quasi bei mir. Also das triggert halt so hoch, weil die mögen dich dann mehr, weil du mit wem verbündet bist, den sie auch mögen. Ja. Und ich glaube, das katalysiert, also das macht gerade einen Mega-Boost hier einfach. Die Welt mag uns. Die Welt liebt uns. So.
Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt ein bisschen Chaos schlachten. Da bin ich absolut deiner Meinung, sage ich als jemand, der in seiner Siedlung festhängt und dich null unterstützen kann, aber moralisch unterstütze ich das. Ich würde dir ja helfen, das Problem ist nur, dass mein Nachbar schneller bei mir ist, als ich bei dir. Ja, ja. Das macht es halt so ein bisschen schwierig. Aber andererseits kommt der auch einfach nicht her. Kannst du gewinnen? Also er berechnet mir eine mannhafte Niederlage mit hohen Verlusten beim Ausfall. Es ist möglich, dass wir das geschlagen kriegen, aber auch möglich, dass wir es nicht geschlagen kriegen. Aber wenn ich jetzt sofort Ostrock renne, ne? Glaubt ihr, dann dreht einer von denen um? Vielleicht. Also die Sache ist, die Zeit arbeitet schon auch für mich. Also die kriegen halt mit zwei Armeen diesen Ursun-Verschleiß. Ich krieg auch ein bisschen Verschleiß, aber ich glaube weniger. Es kann auch sein, dass sie natürlich umdrehen, wenn du dich bei Bolgasgrad näherst. Immer schwer zu sagen, was die KI macht, wie sie auf solche Sachen reagiert. Ich gehe einfach mal rüber und plündere dann eine Runde. Im Worst Case renne ich weg. Also das ist insofern noch cool, weil bei mir sind unten auch gerade drei Armeen. Und wenn sich eine wegbewegen würde von Bolgasgrad, dann wäre das halt Weltklasse. Weil ich dann hier auch mehr Pressure aufbauen könnte. Weil so gerade, also ich stelle mich jetzt in den Hinterhalt. Aber ich kann halt, also, ja. Ja, ich renne jetzt einfach mal durch, dann schauen wir doch mal, was passiert. Ja. Du rennst einfach durch. Jut. Also, sollen Sie mal schauen, was die Antwort ist. So, habe ich denn jetzt hier schon irgendeinen Verbündeten in der Nähe, den ich da draufhetzen kann? Also das draufhetzen kann ich dir aus meiner Erfahrung von letztem Mal sagen, astro useless. Ich würde alle Punkte aussparen, bis du die Armee übernehmen kannst. Das stimmt, haben ja gar nichts gemacht, die Vollen. Das stimmt, das stimmt. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist schon mal über Punkte mit Pia Einheiten rekrutieren, weil witzigerweise das geht sogar, ist ein Vorteil, den ich zum ersten Mal jetzt gesehen habe. Dieses Verbündete rekrutieren ist das einzige Rekrutieren, das sogar in der Belagerung geht, anscheinend. Und dafür kann ich nicht rekrutieren gerade. Aber das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so eine Eiswachengeleve. Ah, nee, weil es wird dann trotzdem noch Rekrutierung gesperrt. Ich kann es nur in Auftrag geben, was ich bei der anderen nicht kann. Dann mache ich das mal noch nicht, aber trotzdem gut zu wissen. So, ich stehe jetzt in Range sofort Ostrosk. Hol dir das. Aber ich sehe nicht so viel. Aber es kann auch keiner von euch scouten, ne? Nee, aber also ich habe eine Armee steht da davor, ne, bei dir. Ja, ja. Das genau. Das aber hol dir das, weil die haben sich, die drei Armeen, die hier noch getrennt waren, haben sich jetzt zusammengezogen bei Bolgasgrad. Also die kommen nicht zu dir. Super. Die stehen jetzt bei mir hier in der Ecke. Und ich bin jetzt einfach richtig frech. Und lauf zu Maurice hoch. Geil. Ich gehe jetzt mit meiner Heldin auch zum Scouten hoch bei Fort Ostrock. Also wir haben hier eine Armee noch bei Dushika. Ja, aber das sieht ja... Aber Fort Ostrock könnte machbar sein. Ja, das wird halt jetzt ein... Das wird dann halt ein Kampf, der... Das ist die Frage, ja. Ja, die müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der spielbar ist. Let's find out. Entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Ja, geil. Oh well. Das ist mega gut. Das ist echt gut, ihnen das schon mal zu nehmen. Oh, das geht auf jeden Fall flotter als das letzte Mal hier. Könnten die nicht jetzt in deine Stadt einfallen? Das ist immer dieses Risiko, das ich eingehe, wenn ich mich bewege. Aber mich nicht bewegen geht auch nicht, weil wir einfach bei dieser Kampagnenkarte eine Begrenzung an Zeit haben. Ja. Und gleichzeitig habe ich hier unten aber auch Verbündete, die auch ihren Fokus gerade auf Bolgasgrad haben. Aber ist die Frage, ob die sich da auch hinbewegen. Ja. Aber du hast ja auch immerhin, du hast ja schon eine ganz gute Garnison. Das ist ja auch noch ein Vorteil von diesen Gebäuden, die man sich gegenseitig reinsetzt, dass ich dir auch noch ein bisschen Garnison gebe. Sie kommen ja auch nicht in einer Runde zum Angriff bei dir. Also wir können ja reagieren, wenn sie zu dir gehen sollten. Das ist ja immerhin eine Option, die wir haben. Ja, ich habe in zwei Runden habe ich eine Rebellion in der Stadt dahinter. Da muss ich da nochmal kurz hin.
Oh, ich freund mich jetzt auch noch mit den Vampirfürsten an. Alles für Kislev. Ja, Vampire sind auch einfach cool. So. Ja. Vampire sind also cooler als Nurgle, ne? Alles ist halt auch irgendwo cooler. Ja, man muss halt sagen, Nurgle ist schon cool, aber nicht, wenn er mich mit dem Inhalt seines Gedärms bewirft. Was er, aber das macht er ja immer. Also ist ja ein bisschen. Nurgle ist schon cool, außer wenn er Nurgle ist. Ist das eine ist das also. Das ist ja irgendwie. Hunde sind cool, außer wenn sie bellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mich im Marsch noch näher an dich dran stelle, dass der mich mit 3 Armeen im Marsch abfängt? Das klingt schon ziemlich ich glaube hoch, ja, da musst du vorsichtig sein, dass er dann. Dann können die Belagerarmeen ja zu dir gehen. Mhm. Da wäre ich vorsichtig tatsächlich. Ja, tut mir echt leid, dass ihr da so an die Wand gedingt werdet. Aber wobei natürlich, warte mal, also wir können ja sehen, wie weit sie gehen können. Ein bisschen näher kannst du zumindest ran. Du musst ja nur außerhalb ihrer normalen Bewegungsradien sein. Weil im Marsch kann er dich ja nicht angreifen. Wenn du halt... Stimmt, im Marsch kann er mich nicht angreifen. Wenn du noch, also du kannst bis kurz vor diese Straße, du musst mal, klick mal Torglus Kagas Wund an, dann siehst du ja dessen Radius. Ja, wenn du hier außerhalb von dem bleibst, bis hier kann ich hin und da kann mich nichts angreifen. Und dann kannst du nächste Runde im Marsch ja zu mir und dann können wir die gemeinsam angreifen. Das war die Idee, weil da, wo ich stehe, komme ich nicht ran. Also wo ich davor stand. Das ist super. Weil er kommt auch nicht in einer Runde in deine Siedlung. Dankeschön, Birthday Cake, für die 4 Monate. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und dann halt gemeinsam gucken, dass wir Bolgasgrad angreifen. Ja, das klingt gut. Sehr gut. Und Kislev ist auch recht healthy, also. Ja, eben. Konditionstechnisch. Und ich habe auch noch die Punkte frei, um mit meinem Buddy Urson zu telefonieren. Ja, also dann ist deswegen, ja. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen hier ein bisschen. Buddy Urson. Es klingt halt gut, oder? So ein bisschen Bro-Time mit Urson. Mit unserem Bärengott-Kumpel. Lustig, dass der Gott, den du am meisten anrufst oder am nützlichsten ist, der Gott, der halt. Ah, oh, guck, er kommt, er will jetzt zu dir. Jawohl, das ist aber ja jetzt sind, Weltklasse. Die sind jetzt beide in Marsch. Das ist spannend. Das ist Weltklasse. Die wipen wir jetzt nämlich. Die Frage ist nur, ich mache den Hauptangriff, weil meine Armee ist stärker als deine. Ja. Das heißt, du stellst dich hinten rein und ich greife sie an. Ja. Warte mal ganz kurz, bevor ihr das tut. Ihr fightet zwischen Prag und deiner Armee da, ne? Wir kämpfen zwischen Prag und Kislev und in Bolgasgrad stehen noch 3 Leute. Ja. 3 Armeen. Wollen wir da vielleicht mal kurz speichern an dem Punkt? Ja. Das können wir machen. Das ist, glaube ich, nicht das Dummste auf der Welt. So. Und dann gehe ich jetzt nämlich, weil nur mal, dass das nicht wieder irgendwelche, weißt du, oh, Verstärkung wird nicht berechnet, Scheiße passiert. Ja. Ich gehe jetzt hier hin und müsste da ja eigentlich dich verstärken, wenn du jetzt angreifst. Tust du, ich hab das gelbe Strichelchen gesehen. Ein knapper Sieg, aber das kriegen wir noch das besser, das spielen wir, ich. Ne? Super, ja. Ja, gut. Geil, 2 Armeen gewiped. Geil, das wird auch viel Geld bringen. Vor allem, weil die auch im Marsch stehen, das heißt, die sind weg. Ja, und sie sind halt auch schon beide sehr geschwächt, weil sie stundenlang im Ursun-Winter standen. Ach, sehr schön. Ein guter Tag für Kislev, meine Kameraden. Das ist doch der GameStar-Boy. Hat der auch Twitch? Ja, lieber Loot-Boy 3000. Das ist tatsächlich Maurice Weber, der einzig wahre und originale GameStar-Boy. Und der streamt unter dem Namen Maurice Weber. Wir haben gerade einen Squad-Stream offen. Sehr originell. Ja. Da kannst du auch ihm folgen. Man munkelt, da kommen mehr Content, mehr Inhalte. Man munkelt, der streamt recht regelmäßig und macht famose grandiose Dinge wie das Ränkespiel. Folg ihm auf jeden Fall. Ganz, ganz dringend. Ihr seid alle wundervoll. Und auch dem lieben Johnny natürlich. Das ist der Nicht-GameStar-Boy, der hier mitspielt. Ich bin ja nicht GameStar-Boy, ja. Aber auch ein toller Boy. Aber er steht bei mir auch in Twitch. Ich bin nicht bei GameStar. Ja, das stimmt. Oh, Boy, ey. Und manchmal streamt er auch den Tree Simulator. Das wäre großartig, ey. Nächstes Mal verabreden wir uns, um Tree Simulator zu spielen.
Ich wollte es tatsächlich schon anbringen, weil er hat ja einen Multiplayer offensichtlich, ne? Also, so, wir müssen jetzt hier mal kurz ein bisschen, die Lage ist interessant, weil meine Verstärkung kommt da von hinten und seine kommt da von links. Also ich würde mich hier auf diesen Berg stellen. Da fühle ich mich. So, da bin ich wieder. Wo ist Krieg? Wo muss überall. Ich hin? Ja? Wo ist der Berg? Warte mal, hier haben wir doch schon mal gefightet. Hier haben wir unsere 8er Multiplayer-Partie gefightet. Die Karten sind wiederkehrend. Hier haben wir unsere 8er Multiplayer-Partie. Erinnere mich nicht daran. Jetzt zitieren sie bei mir übrigens Avril Lavigne-Lyrics im Chat. Hä? He was a girl, he was a GameStar Boy. Oh mein Gott. Brilliant. Statt Skater Boy. Ja, sehr gut. Okay, aber ist nicht hier der Hügel? Warte, ich ziehe einfach mal alle meine Truppen, damit ihr seht. Guck mal hier bin ich. Achso, ich kann auch wieder markieren, ne? Ja, aber ich will nicht so weit weg sein. Ich will ja schon zum Fighten anfangen, bevor die Sachen von dem kommen, weil ich bin ja stärker. Ja. Also ich habe richtige Premium-Einheiten. Das muss man an der Stelle einfach mal ganz kurz angesprochen haben. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich stark. Und ich will denen wirklich, wirklich auf den Arsch gehen. Ja, dann lass das doch machen. Finde ich gut. Und dann versuchen wir halt, und dann komme ich halt da von hinten und versuchen diese Armee einfach möglichst aufzureiben, während seine andere Verstärkungsarmee halt, die wird ja auch langsam sein, weil Nörgel ist halt langsam. Also ich bin ja auch schneller bei ihm. Wir kommen zur gleichen Zeit, aber ich hau halt dann direkt mit meinen Bären schnell rein, während er faulig langsam rübereiert. Einerseits und andererseits habe ich halt nur noch Eiswachen. Das heißt, wenn ich drauf schieße, slow ich auch alles, was auf uns zurennt. Sehr gut. Aber willst du dann auf offen Feld, also du willst hier rechts fighten, weil es ist halt die Frage, ob er überhaupt auf uns zukommt, ne? Weil sonst müssen wir ja durchs Wasser. Also dann. Ich möchte von meiner Bewegung, so, ich würde gerne hier gehen und quasi von hier in den Angriff. Ja, okay. Und das Schöne ist halt, dass ich so viel Range habe, dass ich meine Leute einfach hier an dieser Grenze aufstelle und dahinter stelle ich meine Bogenschießen und schieße einfach über den Fluss. Ja. Und dann müssen die durch den Fluss. Ja, okay. Was für krasse Taktiken. Vielen lieben Dank, Kavau, für den Raid und Hallöchen an alle von Kavau. Einen wunderschönen. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß an eurem Stream. Was habt ihr gemacht? Okay, cool. Wir spielen auf jeden Fall gerade mit dem GameStar Boy und mit Johnny Total War die Kislev-Kampagne auf sehr schwer. Es macht sehr viel Spaß. So, ich drücke auf Gefecht starten. Ja, heute wird ein glorreicher Sieg für Kislev. Also 1,45 bis Verstärkung von ihm. Er zieht sich auch noch ein bisschen nach rechts weg von seiner Verstärkung. Das ist echt. Und hin zu meiner. Das ist gerade eigentlich das Dümmste, was er machen kann. Sehr, sehr gut. Ey, Leute. Sag das nicht so laut, sonst hört er das, sondern fühlt er sich gemobbt. Ja, der Computer ghostet. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Ja. Also. Ist Ghosten eigentlich abseits von Leaken? Wow. Oh Gott. Maurice? Kannst du mich an diese wundervolle Szene in unserer Cathay-Kampagne erinnern, wo ich aus Versehen deine Einheiten weggebufft habe? Ich werde sie wahrscheinlich nie vergessen, ja. Ja, mein Chat hat jetzt neben dem Webert-Pier das Bufft in Gänsefüßchen geschrieben. Bufft-Pier heute wieder befreundete Einheiten etabliert. Ich finde das gut. Das finde ich sehr, sehr gut, weil warum sollte ich der Einzige sein, dem solche Sachen, weißt du? Also, finde ich gut. Immer wieder mit der... Aber mein Chat, sind meine treuesten Moderatoren. Da hat Pia so richtig gewebert. Warum meine eigenen Leute treiben diesen Begriff auch noch voran? Das, Weil sie deinen Content lieben. Ja, das ist, Sie haben nichts als Respekt und Achtung für deinen Humor. Ich muss das so interpretieren, ja. Jetzt ist er blöderweise gerade ein bisschen schlau. Jetzt geht er wieder in Richtung seiner Verstärkung. Nee, der ist nicht schlau. Der ist nicht schlau. Der gibt uns gerade einfach nur Zeit, dass wir uns richtig positionieren können. Oh, Boris ist da. Boris! Muss ich da jetzt über den Fluss? Haupt nicht. Ich will nicht über den Fluss. Also ich will wirklich nicht über den Fluss. Was ist denn jetzt deine... Was machst du denn da hinten jetzt mit den Bären? Gehst du da jetzt rein?
Ich hätte ihn jetzt in die Flanke gefallen. Weil ja, die Frage, du kannst nicht in die Flanke fallen, während die noch nicht uns angreifen. Es ist noch nicht die Flanke, ja, du hast gerade die Front. Das stimmt. Die Verstärkung ist jetzt da. Und wir werden gerade von Artillerie gestreichelt. Ich könnte das die stimmt. Artillerie versuchen rauszunehmen. Dann kollapst wahrscheinlich alles auf dich. Lass mich mal versuchen, hier die Aggression zu ziehen. Ich gehe da jetzt nur mit meinem Kommandanten rein und gehe den richtig auf den Arsch. Genau so. Und jetzt gucken wir mal, ob die sich triggern lassen. Na komm, ich lauf den Fluss. Ich gebe ihm auch ein bisschen Artillerie mal auf die Fresse. Ich habe ja diesen Little Grom. Ja. Und ich habe diese Schlitten, die aus der Ferne schießen können. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass der da auf der Seite meine Dings... Jetzt kannst du in die Artillerie rein. Johnny. Theoretisch. Ja. On the way. Boah, das tut weh, was der da auf mich wirft. Gut, er geht gerade ein bisschen so weird auf mich gestaggert. Also das ist gar nicht so blöd eigentlich. Also weil er das gerade, er tut seine Truppen gerade wirklich nicht sehr konsequent auf mich schicken. Und ich kann da gut was wegfischen, ohne viel Verluste. Also ich bin auf der Artillerie drauf. Das sieht kind of free aus. Also Pferde ist auch völlig egal, wenn die sterben, ne? Die werden sowieso ausgetauscht, nur dass du Bescheid weißt. Die müssen sowieso weg. Hast du eine emotionale Bindung zu deinem Schneeleopard? Nee, den kann ich neu bauen. Der ist ja auch Crap. Und der ist auch Crap, genau. Der wird sowieso durch Bären ausgetauscht. Ja, das hätte ja sein können, dass, ne, man mag ja manchmal auch Einheiten, die Crap sind. Absolut, aber dafür ist hier kein Platz in dieser Kampagne. Das ist in Ordnung. Okay, also, den seine Verstärkung chillt auch noch immer ein bisschen. Jawohl, also wir haben hier gleich was weggeballert, was Großartiges. Ja, die Bären hauen auch ganz gut weg von ihm. Und Boris kümmert sich um den großen Verpester. Ja, denn seine ganze Fliegezeug hängt hinten auf meiner Cafeteria, aber ich glaube, das ist gar nicht so bad für den ganzen Schlacht. Wartet. Das läuft ziemlich gut, finde ich. Agree. Als ob der noch mal schießt, während ich neben ihm stehe. Ich muss diese blöden Wespen instant wegbekommen. Die sind echt nervig, ja. Aber er hat sie bei mir ein bisschen verheizt. Er hat sie so irgendwie direkt in mich reingeballert, als es noch gar nicht sinnvoll war. Ich schicke gerade alle meine Ranged-Einheiten auf die Wespen. Und sie melden einfach weg. Also komplett. Die sehr gut. Sind einfach nicht existent gerade. Also ich habe noch 4 Wespen auf meiner Kavallerie hinten auf seiner Art. Willkommen. Och, ist fein. So, hier kommt noch ein großer Verpester. Ich habe einen tatsächlich gerade weg, einen Verpester. Das ist super. Und kann jetzt mit der Zarenwache hier und mit Boris seinen Kommandanten angreifen. Spritzschimmel. Du kriegst mal da drüben Hilfe von mir. Ja, ich muss ja eigentlich gerade einfach nur ein bisschen deeskalieren. Aber sie haben ja einen Job gemacht, ich bin sehr zufrieden. Ja, super, ey. Also das ist doch echt gerade optimal. Ich glaube, das einzige generell ist echt, den seiner Artillerie, das letzte Mal war echt ekelhaft. Ich glaube, wenn wir die rausnehmen, ist schon immer mega wohl. Ja, die ist nervig, das stimmt. Ich gehe da mal drauf mit den Bären, die sind ja anti-large. Und meiner eigenen Artillerie. Ja, die ist auch gleich weg, geil. Nice. Das haben wir auch. Was machen wir mit denen, seinen Kommandanten? Du lässt ihn ja ganz schön allein, ne?
Ja, ich dachte, er hat es nicht gemacht. Boris sollte sich halt um den kümmern und ihn richtig weghauen, aber er hat es irgendwie sich entschieden, stattdessen einfach gar nichts zu tun, ihr kennt es. Ja. Mache ich auch manchmal im Leben, gebe ich zu, aber halt nicht in der entscheidenden Schlacht um Kislev vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht, gerade gegenüber den feindlichen Kommandanten. Aber ich habe da auch noch zwei Truppen, ich lasse die da einfach mal drauf. So, und die Schlitten schießen noch drauf. Wie gesagt, Boris ist ja ein super OP-Nahkämpfer, der macht den ja komplett platt, der muss halt nur mal checken, dass er das auch tun sollte. Ja. So, die Bären gehen richtig rein. Geht's deiner Hitte da hinten noch gut, ja, ne? Kann ich alles ab. So, ich habe mal Führerschaft hier geschwächt. Geschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit habe ich geschwächt, das war das. Das ist sehr, sehr gut. Ey, das, also, das läuft ja super, super optimal hier gerade. Ja, ein bisschen Schaden kriegen die Armeen, aber nicht schlimm. Ja, wir kriegen schon Schaden, aber ich meine, das war ja nicht ganz zu vermeiden, weil es sind ja immer noch zwei. Ja, ja, der Fluss war leider nicht ganz so smart, wie ich da um den herum gespielt habe, jetzt im weiteren Verlauf, aber auch nicht schlimm. Zwei Armeen gewiped, ist wirklich gut, der Sieg ist nah, ja, das ist perfekt. Problem ist nur, dass wir halt hinten immer noch Artillerie haben, die uns sehr, sehr abfuckt und aufreibt. Ja, ich kann auf jeden Fall die zweite gleich nach der Flankierung hier aber rausnehmen. Du hast da noch, Ah ja, der Held ist weg, das heißt, Boris kann... Army Loss. Geil! Sag das Wort Army Loss nicht auf dieser Karte, bitte. Das triggert bei mir jetzt Erinnerungen. Aber ich habe nichts verloren, das macht mich sehr glücklich gerade. Ja, geil! Also auch kaum Schaden bekommen. Meine Armee war halt noch ein bisschen angeschlagen von davor, aber... Dankeschön, Kelso, für die 8 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ah, bitte? Wundervoll, Leute. Optimal. Besser hätte es gar nicht laufen können. Jawohl. Sehr cool. Das ist ein überragender Start in diese Kampagne generell. Ja, absolut. Dankeschön, Allzitterhan, für den Prime Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, danke schön. Das ergibt uns einen knappen Sieg. Sonst verarschen, ey. Guck mal, was verbleibt von denen, ne? Selbst wenn die Armee nicht jetzt einfach wipen würde, weil sie Marschstellung war, ne? Der eine hat 9 Leute übrig, der andere 22. Ja, süß. Also die Betitelung ist sehr seltsam teilweise. Also wirklich sehr, sehr seltsam. Ja, das finde ich oft seltsam. Das Spiel irgendwie denkt. Ich glaube, das sind einfach so Dinge, wo quasi die Entwickler selber nicht so wahnsinnig Wert drauf legen, aber man als Spieler so richtig getriggert wird. Ja, das stimmt, das kann gut sein. Ja. Das ist so, ja, ob der jetzt knapper Sieg steht oder nicht. Und wir, knapper Sieg! Ja, genau. Wollt ihr mich verarschen? Was für eine Schande für mein Volk. Ah, stimmt schon. So. Komme ich bis in meine eigene Stadt? Wir müssen gucken, wo sie kommen können. Ich meine, ist die Frage, ob du in deine Stadt musst, ne? Aber gut, es sind nur noch zweieinhalb Fullstacks da. Ich muss in meine Stadt, ich habe einiges auf Half-Life. Ja, ist absolut richtig. Mir verrückt gleich mein Kommandant, das ist ja super nervig. Oh nein, wieso? Voraussichtsverbleibende Treffpunkte in der nächsten Runde 0. Scheiße. Happens, ist nicht so. Kannst du irgendwie... Also ihn irgendwie retten mit Lagerstellungen oder sowas? Nee, aber ich kann den Kommandanten wechseln, I guess, ne? Ging doch mal. Kommandant ersetzen. Ja, das mach ich. Was? So. Ich glaube, ich tue jetzt einfach wirklich haufenweise Bären spammen mit Boris. Bärchen überall. Bärchen. Ja. Das ist aber auch wirklich die Taktik, die bei dir auch die beste ist. Ja. Also. They will fear me.
Ja, cool. Super. Ja. Ist irgendwer bei euch gerade in der Diplomatie oder so? Nee. Hm. Ich war in der Rekrutierung. Vielleicht hat das auch irgendwie. Jetzt kann Boris sich hier auch noch seinen Bären kaufen. Geil. Jetzt geht's. Okay. Sorry. Boris mit Bärchen, das ist schon so ein Must-Have, oder? Ja, also du machst es, finde ich, nicht falsch. Also machst es, finde ich, nicht richtig, wenn du es anders machst. Kann man bei Boris überhaupt auf was anderes gehen? Also es gibt... Was hat er noch? Man kann auch auf Reiter gehen, entschlossene Angriffe. Er hat tatsächlich die üblichen Skills in seinem Tree für Zarenwache und so, wenn man will. Also ich könnte auch auf was anderes gehen, aber würde mich schon nicht sehr borrissig fühlen, sagen wir mal. Krass. Ich habe ein bisschen Sorge, dass bei mir gerade das Spiel gestorben ist. Ah nee, alles gut. Mach uns hier nicht nervös. Ja, ich war auch sehr nervös. Ich muss leider gerade ein bisschen Diplomatie durchspammen. Ja, kein Problem. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ja, ich freut mich auch gerade mit allen an. Ich würde auch am liebsten alle zum Kindergeburtstag einladen. Und dann gibt's Schoki-Torte. Oh Gott, da sind Oger. Will ich mich mit Ogern anfreunden? Es ist keine Frage des Wollens. Also, ich müsste die auch bedrohen für den Nicht-Eingriffspakt. Das probieren wir mal. Ja, noch eine Runde. Also ich habe hier gerade irgendwie mit Gott und der Welt ein Schutzbündnis. Oh, das würde meiner Verlässlichkeit schaden. Dann lassen wir das mal lieber. Das ist, glaube ich, stimmt. Wir wollen ja gerade viele, viele Kumpels haben. Aber ich gehe auch noch mal die Diplomatie durch. Nein. So. Hey, warum hat er mich denn da jetzt rübergeschickt? Ich möchte hierhin, bitte. Mein Chat ist sofort Freundschaft mit Ogern. Ey, Leute, auch wieder einer meiner treuen Moderatoren. Wie ist das so, wenn man so von treuen Leuten dauernd enttäuscht wird? Falls jemand gestern auf Gamestar.de war, ne, mein lieber Kollege Fabiano hat tatsächlich an dem Tag, wo ich ein neues Video veröffentlicht habe und es deswegen im Highlight war, auf das größere Highlight, weil wir immer eine Eins haben, wo doppelt groß ist, einen Artikel über den Ogre-DLC gesetzt. Und da hat er mir noch Screenshots von Kommentaren geschickt, die sagen, ich muss die Ogre jetzt auch mal ausprobieren, nur um Maurice zu ärgern. Also, nur, dass ihr mal wisst, mit was für Leuten ich auch zusammenarbeite. Ne? Also, das sind nicht nur meine Mods, das sind auch Hast meine... Hast du nochmal den Namen? Der wirkt sehr sympathisch. Ich würde den ganzen Essen einladen. Also, ich muss ehrlich sagen, gerade wenn ich überlege, mit wem du dich dann halt auch jetzt auf Twitch so umgibst, habe ich das Gefühl, du magst die Leute so gerne, dass du dir solche Leute auch für dein Twitch-Leben suchst. Es mag sein, dass es ein Element von mir gibt, dass es niemals einräumen wird, das tief im Herzen weiß, dass ich halt auch ein schurkisches Sackgesicht bin. Und deswegen die Gesellschaft von meinesgleichen halt schätze und mir andere Halunken in meinem beruflichen wie in meinem Twitch-Leben. Aber ich werde es nie offen zugeben. Dass ich ein schurkisches Sackgesicht bin. Ich glaube, das ist mein favorite quote of all time auf Twitch. Und du bist über sieben Jahre ja auf Twitch. Ne? 7 Jahre Partner, aber über sieben. Also damit, da fühle ich mich jetzt schon auch Achievement unlocked, muss ich sagen. Mir sind 7 Jahren aber auch noch nie jemand begegnet, der zu sich selbst im Stream gesagt hat, ich bin ein schurkisches Sackgesicht. Das ist halt. Auch das ist ja gut, weißt du, wenn man heute noch durchstarten will auf Twitch, muss man den Leuten was bieten, was sie nicht schon 1000 Mal gesehen haben. Das ist meine Content-Strategie. Wie du siehst, geht sie auf. Sie geht auf. Und damit gehe ich, glaube ich, mal kurz aus Global, das kann ich jetzt gerade nicht mehr toppen. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ich habe ganz viele Freunde bekommen, aber es war wirklich anstrengend, so viel zu klicken. Ich suche mir mal eben kurz was zum Essen. Ich will dich gar nicht hier lange alleine lassen, es tut mir leid, Jordi, aber ich habe so viel Hunger. Ich rede einfach für alles. Mach das ist nett, danke dir. So, hallo, hi.
Ich darf mich aber vorstellen, weil ich bin zwar die ganze Zeit dabei, aber vielleicht kennt ihr mich ja gar nicht. Ich bin der Johnny. Ich habe eine Mission bekommen gerade. Heißt die folgenden Städte nieder, da singen, da irgendwas. Normalerweise streame ich hauptsächlich TFC und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das sage, weil in der Vergangenheit habe ich immer hauptsächlich League of Legends gestreamt. Mittlerweile allerdings TFC und ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen, weil diese Tote Uhr zu streamen ist für mich ein persönliches Highlight, weil ich quasi in der Vergangenheit jemand war, der quasi ein Spiel streamen konnte und das auch, würde ich von mir selbst behaupten, recht erfolgreich, quasi aus einer Streamer-Berufsperspektive. Ist aber allerdings natürlich schon so wahr, dass das auch das einzige Spiel war, was ich gut machen konnte. Und dementsprechend bin ich sehr froh, hier ein Teil von sein zu dürfen, weil es für mich einfach auch was Besonderes ist. Nicht zuletzt sind die auch tatsächlich ziemlich süß, die beiden. Deswegen spielt man auch ganz gerne mit denen. Kann man ganz gut aushalten, ne? Aber verratet es denen nicht. Ja, und ansonsten dieser Kampagne, ich weiß nicht, es läuft gerade sehr, sehr smooth, ne? Da hat man immer den Eindruck, oh, die haben doch übertrieben hier, so krass ist das Ganze doch gar nicht da. Aber tatsächlich lief es da vorher ja eigentlich nie gut. Deswegen bin ich sehr positiv überrascht. Ja. Ansonsten habe ich quasi es verpasst, eine Eisfrau hier zu. So zu machen, dass ich sie tatsächlich auch als Kommandantin haben kann. Also ich habe die nur als Helden. Was ein bisschen fies ist. Ja, und ansonsten habe ich so ein bisschen das Problem, dass hier irgendein Elbentyp durch mein Land rennt. Und ich ein bisschen Schiss habe, dass er irgendwie Bock hat. Seine neutrale Armee. So, da bin ich wieder. Hi, schön dich zu sehen. So, ich bin was, wieder da. Wie ist der Stand im Lande Kislev in meiner Abwesenheit? Ich bin mit Gott und der Welt befreundet. Das ist gut. Freut mich persönlich auch eher, als dass es mich nicht freut. Ich habe eine Rebellion in der Stadt, die ich erobert habe gleich, aber das ist okay. Das freut dich wahrscheinlich weniger. Ja, ist ja irgendwo auch zu erwarten. Ja. Ist okay, I guess. Also ich muss jetzt Fairness halber hier noch was aus dem Chat vorlesen, weil ich ja vorhin den GameStar-Dude so gepreiset habe. Ich habe jetzt in meinem Chat, der schreibt... Jemand, ist das der Midlane-Johnny? Oha, welch Prominenz. Oh, absolut. Sweet, vielen Dank. Ja, wie läuft's denn bei euch so? Was sind denn hier die... Ich bin Pläne. Jetzt tatsächlich, hab mich jetzt voll rekrutieren können, endlich. Und... Wir können mal gucken. Also ich habe eine Runde, muss ich noch meine Eiswache rekrutieren, die ich von Pia geklaut habe. Kannst du Doshika mit einem Held beobachten oder so? Weil da wäre Infos, wären da übel sick für mich. Ah, ich hab sie gerade weg in meine Armee geschickt. Aber also ich kann nein. gerade nicht, tut mir leid. Aber in der Theorie bald. In der Theorie bald, ja. Wir hatten gestern noch 2 Packungen Babybel. Heute haben wir nur noch eine. Ich habe kein Babybel bis jetzt gegessen. Oh. Ich habe mir gerade ganz frech 3 geklaut. Verständlich. Der Krieg um die Babybel ist in Brand. Ja. Ich glaube, ich kann da tatsächlich mal ein paar Triage in die Ecke stellen. So, ich mache hier noch ein paar Zwergenbündnisse. Also ich glaube tatsächlich, da Doshika sieht halt nicht so strong aus, ne? War es auch nicht, glaube ich. Also er hat halt noch, man muss bedenken, er kommt in einer Runde von der anderen Stadt zu Doshika. Aber wenn er die natürlich unverteidigt lässt, kann halt Boris ein paar Bären da reinjäten und dann haben wir halt die. Das ist ja auch eine Option. So, ich mache jetzt hier gerade so sehr Buddy-Buddy mit den ganzen Zwergen hier. Es gibt große Babybären. Ich werde auch mal dann eine Zwergenarmee übernehmen später. Du, Drino. Proof. Ich habe mir Brötchen in den Ofen gepackt. Aber ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, dass ich die nicht vergesse, damit die nicht so aussehen wie meine Pizza gestern. Aber ich musste, um den Hunger zu überbrücken, ein bisschen Käse in mich reinschieben gerade. Also erinnert mich gerne in ein paar Minuten,
dass ich meine Brötchen nicht vergesse. Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine dritte Armee aussehe, aber das ist halt auch teuer, der Spaß, ne? Zehn Minuten sogar. Acht Minuten eher. Und Dankeschön, Chat. Same Schuh, same. Also wir können ja mal gucken, dass wir so in vielleicht nächste Runde, Pia, können wir vielleicht gemeinsam vorrücken gegen Bolbasgrad. Mhm. Die Babybell und ich sind einverstanden. Nee, ich wollte jetzt keinen Außenposten bei den Zwergen. Das ist dann doch ein bisschen Geldverschwendung. Ja, ich bin bei den Außenposten auch noch nicht so irgendwie. Also du konntest bis jetzt einmal... Eine Eiswache konnte ich kriegen. Gut, das ist bislang sich nicht der Hammer, gebe ich zu. Für 4.000 weiß ich nicht. Sie sind ein bisschen besser für ein bisschen längere Kampagnen, denke ich. Aber sie sind auch eine Extra-Garnison. Ja. Und das sollte man halt nicht vergessen. Eine Extra-Garnison, die es ermöglicht, mit der Hauptarmee sich mehr zu bewegen, weil die Garnison da ist und du kannst ab einem gewissen Punkt nicht mehr Garnisonen bauen. So. Ja. So, aber jetzt ist hier ganz interessant. Jetzt ist er hier mit einer zweiten Armee nach Dushika hoch. Das heißt, wenn Pia und ich jetzt genau vorrücken gegen Bolgasgrad. Wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht abfischt mit diesen ganzen Armeen. Mit der kann er halt recht weit kommen. Also er hat jetzt eine wieder hochgezogen genau. Zu Dushika. Und die braucht er auch da, weil ich bin innerhalb von einem Zug fast komplett da. Dann würde ich sagen, Pia, können wir uns ja mal irgendwie hier so treffen, dass ich komme hier so von unten. Dass wir da gemeinsam jetzt Bolgasgrad bedrohen. Mhm. Ich bin halt nicht komplett healthy, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich würde dich diesmal davor einfach vorschicken. Diesmal würde ich es einfach umdrehen von der Reihenfolge. Führerschaft für Zahnwachen ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja. Boah, ich bin halt immer noch am Überlegen, ob ich meine Pferde jetzt direkt rauswerfen soll. Aber sie rauswerfen, ohne dass sie gestorben sind und kostenpflichtig neue Sachen zu holen, ist halt auch nicht wirklich worth it, ne? Ist schwierig. Ich hab's vorher ja gemacht mit meinen Truppen, aber es war dann auch ein Problem, weil ich dann eine Nicht-Full-Strength-Armee hatte, die dann belagert wurde. Da wäre es dann besser gewesen, ich hätte meine Billigtruppen noch gehabt. Und hätte einfach geopfert. Diese Belagerung zu verheizen. Mhm. Hätte dann vielleicht eine Runde früher irgendwie rauskommen können aus der Belagerung. Also potenziell. So gesehen halten sie ja jetzt quasi gerade, also sind jetzt gerade die Gatekeeper für da, wo dann halt meine Bärenreiter reinkommen. Aber die Bärenreiter kann ich mir gerade eh noch nicht leisten. Also ist vielleicht gar nicht so blöd, dass ich sie jetzt gerade noch drin habe. Die kosten halt schon auch Unterhalt, musst du bedenken. Aber man wird sie ja direkt ersetzen. Also sparst halt eine Runde Unterhalt oder sowas. Also schwer zu sagen. Ich hab's vorher ein bisschen bereut, dass ich das gemacht habe tatsächlich. Ja, ich warte auf jeden Fall jetzt nochmal, wie es jetzt diese Runde läuft. Und dann gucke ich. So, ich bin auf jeden Fall wieder ready. Wie viele Runden haben wir noch? Sind wir noch im Plan? Ich schau mal. Fünf Runden haben wir noch. Boah. Oh, das wird sportlich. Krass, verdammt. Ich dachte, wir stehen ganz gut da. Aber dann müssen wir jetzt tatsächlich los und ein paar krasse Schlachten schlagen. Aber gut, wir sind ja auf dem Weg nach Bolgasgrad. Also schauen wir mal. Jo. Jetzt gucken wir, was er jetzt macht. Vielleicht geht er jetzt sogar mit irgendeiner Armee irgendwo hin, wo wir es ein bisschen abfischen können. Schauen wir mal, was er jetzt tut. Ich stehe halt gerade noch so, dass er mich angreifen könnte. Aber er hat es leider nicht gemacht. Er hat nur seine Armee wieder verschoben. Mann, jetzt habe ich auch noch Krieg mit denen da drüber wieder. Diese Skaven da, die sind so scheiße. Ja, die haben uns das letzte Mal die Kampagne halb gekostet. Ja. Sie mir auch einfach random den Krieg erklären. Das letzte Mal habe ich sie ja wenigstens angegriffen. Ja. Hatte mir fest vorgenommen, dann weißt du zumindest, dass es kein Fehler war, sie anzugreifen, weil sie sowieso es nicht verdient haben, Frieden zu haben. Auch, das ist true. Ja, ich würde jetzt trotz allem
würde ich näher an Dushika ranmoven. Er hat jetzt tatsächlich noch eine Armee runterbewegt. Das heißt, Bolgasgrad ist gerade schwierig, aber Dushika könntest du jetzt vielleicht sogar... Und oh, wir haben hier einen Imperialen, der tatsächlich Bolgasgrad angreifen will. Guck es mal an. Jo. Der Wolfram Hertwig, der hat das sogar als Ziel. Steht aber im Marsch und das bereitet mir Bauchschmerzen. Aber ich meine, wenn alles, was der erreicht, ist, dass er eine Armee rauszieht, die ihn angreift, ist das ja auch schon mal was. True. So, ich gehe auf jeden Fall mal zu dir. Oder wo treffen wir uns am besten? Am besten so in der Mitte. Die Frage, ne? Die sich mir stellt, ist, sind wir 2 gegen 3 außerhalb der Garnison stark genug gegen die? Außerhalb der Garnison hätte ich getippt, kriegen wir das hin. Weil was ist, wenn wir uns einfach hier, hier drunter hinstellen? Also ich würde einfach hinter dich marschieren, dass ich dich unterstütze und darauf spekulieren, dass sie in dich reinlaufen. Mhm. Dann lass mich machen. Zuerst mal positionieren. Warte mal kurz, aber wir sollten vielleicht irgendwo hingehen, wo er nicht mehr mit noch einer dritten Armee verstärken kann. Also, dass er nichts mehr von Dushika runterziehen kann. Aber... Mit Dushika kommt er da nicht ran, glaube ich. Ja, stimmt. Nee, genau, es war und gut. Auch, also, auch wenn er es machen würde, wir bewegen uns ja sowieso... wir müssten... Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Das ist die Grenze, die er hat mit Dushika in etwa. Ja. Das genau. Heißt, wir müssen uns einfach nur hier hinstellen. Ja. Und im Worst Case, also im Optimalen bewegt das ja raus, dann hat Johnny Freifeld auf Dushika, was ich nicht glaube. Aber ja. Ich würde mich jetzt einfach mal, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. So. Und jetzt könntest du dich ein bisschen links davon hinstellen, dass wir so richtig kuscheln. Ja. Und halt darauf spekulieren, dass er vielleicht uns angreift, weil wir jetzt in Reichweite stehen. Einfach mal gucken, was er macht und mal gucken, was macht Wolfram nächste Runde. Ich kann jetzt auch noch... ich kann keinen Hinterhalt mehr machen, weil er uns sieht. Okay. Aber er will uns ja auch sehen. Ja. Und es ist auch... Also, als ich eben genauso stand wie Hitch, dann ist ja eine Armee von ihm auch hochgezogen. Er hat es nicht gemacht, aber er ist zu Dushika hoch. Aber dann können wir uns jetzt können wir Bolgasgrad holen. Jawohl. Ja. Oh, meine Brötchen. Meine Brötchen. Dankeschön, Chat. Ich weiß, wofür ich mich habe. Das heißt, ihr habt jetzt Spaß, ne? Und ich chill eine Runde. Genau. Das wird immer noch eine harte Schlacht, weil er hat da immer noch 2,5 Armeen, ja. Es hat da noch eine Garnison. Aber ist, glaube ich, schaffbar. Wir haben ja 2 recht starke Elite-Armeen. Ich überlege, ob ich hier oben eine mit Schnellschlag rausnehme. Das ist auch noch eine Option. Oder ich hole meine zweite noch dazu. Wie ist denn, wenn die Verstärkungsarmee... Warte mal, wenn ich jetzt auf den draufklicke, ne? Also Blitzschlag nimmt auch deine eigene Verstärkungsarmee weg, da musst du vorsichtig sein. Ja, aber wenn ich jetzt auf den draufklicke, kann ich es mir ansehen und danach nicht angreifen? Ja, aber du... Ja, das geht, glaube ich. Aber dann ziehst du dich, glaube ich, auch zurück. Ne? Ja. Ah, ja. Weil da ein 20er-Stack rauszunehmen, hilft uns langfristig halt sehr, ne? Das stimmt. Ich probiere das. So, ich bin wieder da. So, Johnny nimmt gerade eine Armee mit Blitzschlag raus. Jawohl. Also ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen mehr wie die Brotmutter, seitdem ich das Gefühl habe, dass mein Twitch-Chat auch so ein bisschen die Schwarmintelligenz in meinem Gehirn ist. Die mich dann auf so Dinge hinweist, wie, hey, du wolltest deine Brötchen nicht so verbrennen wie deine Pizza gestern. Oh. Das ist unfassbar wundervoll. Es ist heil, die Brötchen sind heil geblieben, jawohl. Die sind diesmal genau richtig. Draußen knusprig, drinnen schön weich und warm.
Wie steht ihr denn jetzt so? Geil. So. Danke, Chat. Also wir würden jetzt Bolgas gerade angreifen. Das heißt, ich gehe jetzt mal am besten. Geil. Gehe ich da hin und dann, Pia, müsstest du hinter mich. Also. Oder so neben mich gehen, dass wir beide die Stadt attackieren können. Jawohl. Das wird wahrscheinlich immer noch knapp, weil er halt immer noch eine Garnison hat, die auch stark ist. Aber ich glaube, wir müssen den Kampf machen. Schlagen, ja, genau. Wenn wir das schlagen, kriegen wir es auch geschafft. Unterstütze ich dich? Ja. Knapper Sieg. Ja, das schaffen wir. Mittlere Verluste. Was ist Blitzschlag? Gibt mir einen Pyrrhus-Sieg, lustigerweise. Also weniger sogar. Ja, weil okay. Ich dann auch nicht mit kann, deswegen. Ja, nee, dann müssten wir das ja wohl. Aber ich würde es auf jeden Fall spielen, weil desto gesünder unsere Armeen bleiben, desto besser. Man muss natürlich immer sagen, bei Siedlungen ist immer die Sache, ne? Es kann auch sein, dass er uns immer noch viele Verluste gibt, aber. Ja, wir können es auch automatisch machen. Nee, ich speichere mal kurz zur Sicherheit. Ne, wir spielen das, bin ich auch dafür. Einfach auch, weil es eine fette, epische Schlacht wird. Und wir haben ja hier die Sache, viel von ihm ist ja auch Verstärkung. Wir können ihn auch so ein bisschen außerhalb der Siedlung abfischen, vielleicht. Mhm. Also auf geht's. Mhm. Ich habe auch gerade Verstärkung. Verstärkung durch Nahrung. Auch sehr gut. Ich bin auch ein bisschen die Brotmutter, das ist wahr, Chat. Danke fürs Erinnern. Für Ursun. Für Brot. Oder so. Okay, womit fighten wir denn hier? Die Hauptarmee ist wieder deine voller Bären, ne? Genau. Und Pia hat ihre Infanterie und vor allem Eiswachenarmee. Und zwei Eiskönigine. Sehr, sehr gut. So, jetzt mal gucken. Das heißt, I guess. Also, man sieht es ja gerade schon auf der Minimap ganz gut, ne? Ich habe noch keine Minimap. Nee, die im Ladescreen. Ach so. Schon. Genau, also, Pia kommt von da hinten. Deutlich früh. Vor ihm. Er kommt erst in 3 Minuten. Ich habe auch extra viel reingeskillt. Ich glaube, dann sollten wir tatsächlich. Später kommt von ihm. Dann sollten wir tatsächlich, denke ich, wirklich. Also auch mit dieser fetten Bärenarmee, die ich habe. Wir sollten nicht seine Verstärkung abfischen. Ich denke, wir sollten eher versuchen, möglichst viele Punkte in der Siedlung schon zu erobern, bevor die kommen. Aber willst du dich dahin stellen, wo ich herkomme? Oder kommst du von der anderen Seite? Was ist sinnvoller? Das ist eine gute Frage. Lass doch aus 3 Seiten angreifen. Ich glaube auch, ja. Okay. Dann würde ich dir, Johnny, die Infanterie geben. T3. Und die Eishexe. Und ich mache halt mit Boris einfach den ultimativen Bärenansturm. Aber das sind Zarenwachen, ne? Ja. Das sind die einzigen Nicht-Hybrid. Genau, die können nicht schießen. Das sind nur gute Nahkämpfer. Brötchen, Nahrungsmittel, Health plus 5, Ausdauer unbelegt plus 7, belegt plus 12. Ich liebe diesen Chat. I feel it. Okay, also die. Wo sind denn hier die Zugänge zur Stadt? Also hier bei Pia ist halt einer. Genau, also ich denke, wir nehmen die beiden und holen uns möglichst schnell halt die Punkte, die ihm Versorgung geben, damit er weniger Türme bauen kann. Jawohl. So, und wenn denen seine Verstärkung kommt, dann kann er sich auch entscheiden, rechts oder links zu gehen. Ja. Aber, also, was ist denn hier mit dem hier? Ich glaube, den. Oh, hier. Seht ihr das? Hier ist auch noch ein Zugang, ne? Den sollten wir eigentlich auch noch bespielen. Also ich kann da noch, ich kann die Bären noch ein bisschen aufteilen. Weil gut. Eigentlich brauche ich auch nicht so viele Bären für einen Zugang. Weil Boris ist ja auch noch dabei. Das heißt, ich mache eine Bärengruppe, ich mache eine andere Bärengruppe. Und dann kommen wir tatsächlich von überall. Ja, finde ich gut. Und dann nimmt Pia ihre Armee, wenn sie da ist. Wir sind ja auch gerade stark überlegen. Also jetzt können wir gerade richtig gut rein. Ja. Ich habe auch noch die Ansturm an Anrufung. Ich habe auch noch Artillerie, die würde ich immer auf die Türme jagen.
sobald ja, er welche baut. Das Hauptproblem war wirklich, dass letztes Mal, als wir so eine Schlacht hatten, dass die, den seine Units so goddamn tanky waren im Melee gegen Melee. Also da brauchen wir dann immer deine Bären. Deswegen ist, glaube ich, gerade ganz gut, dass wir von so vielen Seiten kommen, dass er einfach nicht ganz so... Das eine Melee-Einheiten, ich weiß nicht, wie viel Armee stoppt halt. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, ich bin bereit. Was meint ihr? Auf geht's. Ach so, er muss auch auf Gefecht starten drücken. Okay, er hat sich interessanterweise komplett falsch positioniert anscheinend. Er kann jetzt backseaten. Stimmt. Haha. Also für mich ist das absolut großartig. Ich habe überhaupt nichts vor mir. Das heißt, ich kann einfach durchlaufen auf dem zum Schlussgebäude, Schlüsselgebäude, sobald ich spawne. Da ist nichts, da sind ein paar popelige Flieger. Das war's. Ja, ich seh schon, er hat das echt nicht gut positioniert. Ich gehe jetzt einfach voll rein. Und hau hier diese Nörglinge weg. Ich bin in einer Minute da. Was geht hier los? Mein Little Grom haut diesen Magieturm weg, den er da baut. Das sieht echt sehr free aus, ne? Das sieht echt gut aus. Da können wir jetzt schnell Punkte eben abfischen, die ihm Versorgung geben, damit er wirklich gar nicht erst dazu kommt, viele Türme zu bauen, weil das ist ja das, was uns immer auch so recht viele Verluste gegeben hat. Die Kriegsschlitten sehen halt einfach geil aus, ne? Ich finde die echt cool, ja. Kann deine Magier noch gar nicht zaubern, ja, ne? Oder sehe ich nur im Menü nicht? Ach, kann die noch gar nichts. Okay, die war noch nie in der Schlacht. Das ist die ich am Anfang gekriegt habe. Okay. Dann kann sie wohl tatsächlich einfach nichts. Normalerweise müsste sie zumindest einen Eisatem können. Aber damit dir der Zauber von ihr angezeigt wird, darfst du nur sie ausgewählt haben. Ja, das habe ich. Ich dachte auch erst, dass ich getreut hätte, aber ist tatsächlich einfach. Sie hat nichts. Ich glaube, du siehst einfach noch nichts, weil ein Teil der Karte noch verdeckt ist, oder, Pia? Das ist auch möglich, dass da ein Fork ist. True. Ey, was ja, ist aber es scheint wirklich... Zorn? Der wird gerade artilleriemäßig beballert. Ja, warum sehe ich meine Armee nicht? Ah, ich muss auf das Ding da drauf drücken. So, ich habe einen Versorgungspunkt geholt. Ja. Kannst du mal... Ich glaube, es ist besser... Ach nee, warte, ich mach das selber. Johnny, hast du noch Kapazität für mehr Einheiten? Ja, also für wenn irgendwas, was flanken kann, wäre cool irgendwie. Wenn du einen Bären hättest oder so, würde das reichen. Ich habe leider immer noch keine Bären. Okay, ich würde auch ein Pferdchen. Ach, da ist das Pferdchen. Es sind zwei Pferdchen und eine Katze tatsächlich auch. Oh, die kenne ich ja schon. Jawohl. Die Last-Hit-Katze. Das ist die Last-Hit-Katze, ja. Geil. Ja, also das läuft gerade echt gut. Wir haben schon zwei Versorgungspunkte ihm weggenommen. Ich rücke hier über mehrere Fronten vor. Er baut hier einen Turm auf Piers Seite, aber... Ja, ja, den reiße ich gleich ein, da wird nicht viel übrig bleiben. Ja, und hier kommt jetzt eine Barrikade. Jetzt kommt seine Verstärkungsarmee. Aber wir werden halt wirklich gut derweil die Stadt einfach... Ich kann tatsächlich auch einfach die Front nehmen, weil du fightest hier anyway schon da, wo ich gleich hinkomme. So, hier haben wir jetzt so ein Choke Point. Aber das ist gut, wie wir das aber gemacht haben, weil ich kann jetzt von mehreren Seiten in diesen Choke Point reinkommen. Ja. Looks promising. Das sieht echt gut aus. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass seine Armee jetzt kommt sie gleich. Genau. Ja, ich würde da mal die Front spielen, ne? Ja. Gegen die Nachzöglinge. Der Turm ist RIP. Echt sehr gut. Sehr gut. Versorgungspunkt ja wie auch. Ja, ich dringe von zwei Hintertüren auf diesen Haupt-Chokepoint vor. Den er da versucht aufzubauen. Ja, ich komme gleich von der dritten Seite. Mit der Kavallerie von Pia. Jawohl, die kannst du auch opfern. Selbe Geschichte wie vorher. Das habe ich eben auch probiert, aber die ist sehr gut.
Nein, nein, ja, nein. Da ist tatsächlich eine Barriere ist irgendwie geschafft zu bauen. Da sind Dudes aus dem Boden hochgesprungen gerade. Ich habe mich auch gar nicht erschrocken. Ich fand das gar nicht schlimm. Ja, also die dritte Seite mit der Kavallerie wird es eher nicht geben. Weil, to be fair, sind aber die super weak. Wir brauchen auch keine zwei Seiten, also keine dritte. Wir haben ja hier schon genug. Die Bärenreiter. Also Boris hält die Front Armee auch ganz gut. Wir sind auch immer noch von der Stärkeanzeige massiv überlegen, selbst mit der Verstärkungsarmee. Also. Und jetzt habe ich ihn hier gleich. Die Verstärkungsarmee? Ich bin auch nicht ganz sicher, wo die ist. Die sollte jetzt eigentlich schon auf dem Feld sein. Ich glaube, die ist eigentlich gerade im Fog. Ja, ja, wir haben. Die ist im Fog. Aber also man sieht hier gerade, dass wirklich die Hauptfront hier wird richtig gut platt gemacht. Und dann. Ich schicke jetzt einfach mal. Er hat hier wirklich seinen. Er hat den Hauptpunkt fast unbewacht gelassen. Ja, ja, auf dem bin ich. Ich geh da mal hin. Nee, das ist nicht der Hauptpunkt, aber es ist ein guter Supportpunkt. Es gibt nur das Schlüsselgebäude. Ja. Ach so, ah. Wir sind ja in einer kleinen Siedlung. Stimmt. Ich schicke mal einen Trupp Bären hin. Du bekommst Hilfe, ja. Johnny, by the way. Ja, super. Ich zieh einmal raus. Das läuft doch super, ey. Wir kriegen das hier, bevor so eine Verstärkungsarmee überhaupt viel machen kann. Also immer noch die Frage, wo die ist. Ja. Aber. Ich soll meine Schlitten ein bisschen rausziehen. Ah, sie kommt jetzt hier, links. Ja, ja, aber da stehe ich ja schon. Das ist ja so fein. Dafür waren die ja da. Jetzt hier noch einen schönen Rückenangriff. Ein Kommandant ist auch gleich weg. Ich komme wieder rüber und fall da den Rücken, ne? Ja. Ja, ja, es ist schon. Es ist nicht die intelligenteste oder kreativste Strategie, einfach Bären zu spammen mit ihm, aber sie funktioniert. Doch, warum bist du denn hier? So, ich habe jetzt hier wirklich so eine komplette Garnison auf diesem Hauptpunkt einfach gewiped. Ja, sieht gut aus. Das heißt, Boris kann jetzt mal hier durchrennen. Zum Hauptpunkt und die anderen Bären, ja, das haben wir. Das ja, ist sehr gut ist gewonnen, ja. Es kommt jetzt hier noch relativ viel so von links von der Verstärkungsarmee, aber wir stehen gut da. Das heißt. Ja, deine Infanterie wird das halt nicht ganz aushalten. Ne? Also ja, aber die ist ja dafür da, die Linie zu halten. Also ja, haben wir gleich. Wir erobern gerade schon gleich den Punkt. Also wir erobern den schon. Pia ist voll am Start. Ich habe auch Boris noch hingeschickt. Dann treffen sich Vater und Tochter auf dem gegnerischen Boden. Oh. Das ist doch auch schön. Romantisch. So schreibt man gute Geschichten, ne? Ja, ja. Warum sind denn meine Units so irritiert, bei dir in die Flanke zu surfen? Das geht einfach nicht. Die drehen einfach immer kurz vorher wieder um, als hätten die Angst. Wow, komisch. Jawohl! Siegpunkt auch eingenommen. Ja, das war's. Jawohl! Das war schön ausgespielt. Ja, das war sehr clean. Entscheidender Sieg. Selbst das Spiel muss es einsehen. Selbst das Spiel muss es einsehen. Dann ist das wirklich ein entscheidender Sieg. Mein Chat schreibt gerade, warum auch immer Johnny bei Vater und Tochter von Romantisch spricht. Ja, ja, er ist in seinem Herzen doch ein bisschen 100%. Mehr schon Crusader Kings 3 Vibes, ne? Also. Ja, ja. Probier das mal, Johnny. Ich glaube, das Spiel würde dir gefallen. Oh ja, oh ja. Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, ist das Einzige, was jetzt noch zwischen uns und dem Erfolg steht, ist eine volle Armee
Von der Stadt, die ich gerade belagere, ne? Ja. Und dann halt die riesige Armee, die danach auf all unsere Städte. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir uns jetzt die Siedlungen aufteilen. Stimmt. Weil, ich glaube, die hast du jetzt eingenommen. Genau, weil ich der Angreifer war. Genau. Aber wir können und das würde mehr Sinn machen, wenn ich diese dazu nehme. Und, glaube ich. Und wenn du, oh Gott, ich muss drehen. Wenn du Duschkja nimmst, Duschjak. Das kann sehr gut sein. Um der Stadt, die ich gerade belagert habe, wo es nur noch eine Armee gab, sind gerade 3 volle Stacks gespawnt. WTF, ich sehe es auch gerade. Da stehen jetzt 4 Full Stacks. Was auch gar nicht so gut ist, weil ich meine Armee ja gar nicht mehr wegziehen kann. Hä? Aber die gab's doch gerade noch gar nicht, oder? Ja, genau. Nee, sonst würde ich da auch nicht stehen. Okay, das ist aber auch Bullshit, finde ich jetzt gerade. Ja. Das ist doch schön. Oder? Wow. Freuen wir uns gerade nicht? Nee? Oh, gut. Ups. Weiß noch nicht. Vor allem komme ich auch gar nicht mehr weg. Ich muss quasi... Also entweder mache ich jetzt ein Lager. Aber du bist nur mit einer Armee da drin, oder? Ja, aber halt mit der guten, ne? Also ich könnte mit der anderen noch dazukommen, aber das scheint ja gerade eher so ein... Also reinziehen noch mehr ist, glaube ich, keine gute Idee. Rausziehen auch nicht. Ich würde tatsächlich... Wobei... Ich kann gar nicht rausziehen. Also ich bin ja gerade in dieser Runde dahin gelaufen und habe per Blitzschlag eine Armee gekillt von den 2, die da waren. Also aber was macht gerade ist quasi Stadt angreifen und dann Rückzug. Aber wenn er den hinterher setzt, kann ich nicht nochmal weglaufen. Kannst du noch einen Blitzschlag machen? Nee. Also ich würde ja auch keine Armee mehr besiegen gerade. Hä, klar. Klar besiegst du noch eine Armee. Also ich glaube schon, dass du noch eine Armee schaffen würdest. Ja, also wenn wir spielen, probably. Aber das ist ja der Punkt. Also die Sache ist halt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, die du jetzt gerade hast, ist entweder, du bleibst da drin stehen und musst, sobald sie dich nächste Runde angreifen, gegen 3 Armeen plus Siedlungsgarnison spielen. Oder du machst jetzt, wenn du kannst, noch einen Blitzschlag und wipest noch eine ganze Armee von ihm. Aber ich glaube, ich kann quasi einfach weglaufen und er setzt mit nur einer Armee hinterher. Und dann spielen wir es. Aber das ist die Frage, ob er das macht. Weil wenn du jetzt ausweichst, dann kann er dir halt mit einer zweiten Armee auch hinterher setzen. Du kannst aber trotzdem nur 2-mal ausweichen und dann wipet er dich trotzdem. Ja, ja, das ist am Ende des Tages die Frage, ne? Ich komme halt leider auch nicht ran in einem Zug, weil wir gerade gekämpft haben. Ja. Also ich komme ein bisschen näher. Wie nah komme ich denn? Boah, ich komme nicht nah genug. Okay, wo sehe ich nochmal meine Bewegungspunkte, die ich noch habe? Ich habe halt noch 83. Ja, damit kommst du ja weg. Ja, ich bin halt nur so nah an der Stadt, dass ich quasi erst, ich muss angreifen, fliehen und dann habe ich aber immer noch meine Bewegungspunkte, right? Ja, dann hau ab. Oder? Nee, ja. Du verlierst doch beim Angreifen, verlierst du doch Bewegungspunkte. Aber nicht, wenn du es ja nicht machst. Nicht also, das ist ja nur. Also, gerade giltst du als belagernd, oder wie? Ja, speicher vielleicht mal ganz kurz ab. Ja. Das fühlt sich hier hart nach einem. Ja, wo man wissen, wie das Spiel es genau berechnet. Ja. Also, ich mache jetzt quasi. Jo. Okay, also nur zum Protokoll sind 4 Fullstacks, das verstehe ich jetzt. Die sind da nämlich scheinbar geboren worden gerade. So, und jetzt komme ich mit Marsch sogar wieder zurück in meine Stadt. Also ja, alles super. Easy. See ya never again. What the hell? Das war ja sehr wild. Das finde ich auch einfach unangenehm, also ungut wild. Ja, agree. So, jetzt kann ich meine... Du dich bewegst, Maurice. Ich kann mich ja gar nicht bewegen, ich bin ja auch in die Stadt. Du kannst gar nicht mehr. Nee.
Okay. Ich werde mich jetzt richtig provokant hier hinstellen. Jawohl. Weil du unterstützt mich hier, glaube ich, auch. Und zwar im Marsch. In der Hoffnung, dass der Dude da unten Bock hat, mich anzugreifen. Und falls nicht, ja, stehe ich zumindest jetzt auch so nah, dass ich ihm nachsetzen kann, wenn er versucht zu fliehen. Finde ich gut. Ich hatte übrigens Wachstum und ich kann jetzt in meiner Hauptstadt mal ein Gebäude upgraden. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber ich wollte mal nur. Bei euch aber auch einfach nur noch mal als Erinnerung, das wäre jetzt vermutlich auch der Zeitpunkt, wo man in noch mehr Bollwerke etc. investiert. Ja, ich bedürfte die ganze Zeit schon. Jawohl. Boris kriegt die ja kostenlos. Deswegen habe ich auch, ich habe jetzt auch in der Stadt gerade noch kostenlos schon mal das Garnisonsgebäude gebaut. Geil. Weil du das ja mit Boris gratis kannst. Dankeschön. So, ich bringe nur alles, was ich kann, in den Kühlschrank zurück, damit das nicht schlecht wird. Ich bin aber schon auf ready. Ja. Ich muss gerade noch den üblichen Diplomatiekram ein bisschen machen. Du machst auch gerade noch ein bisschen Diplomatie, ne? Genau. Ich freue mich mit allen an, in der Hoffnung, bei irgendwem dann eine Armee übernehmen zu können, wenn wir es bald brauchen. Mein Chat fragt, könnten die Dudes nicht auch schon die ganze Zeit in Hinterhaltfunktionen bei der Armee gestanden haben und erst aufgedeckt worden sein durch den Angriff von Johnny? Das ja, ist aber sogar die wurden witzigerweise in dem Kampf davor, wurden die ignoriert quasi. Also wir Die hätten supporten müssen eigentlich, ne? Ja, auch wenn sie im Hinterhalt stehen. Yo. Also vielleicht haben die per Hinterhalt abgelehnt. Aber das wäre also wahrscheinlicher ist, dass es einfach nur gespawnt ist. Vielleicht gibt es irgendeinen Trigger, der sagt, wenn du halt diese Stadt einnimmst, wird bei der nächsten wieder was gespawnt. Ja, das kann ja kann durchaus sein. Ja. Aber zumindest, also wir haben da jetzt 1, 2, 20er? Nee, die waren nicht vorher in der Stadt daneben. Die davor in der Stadt daneben waren, haben wir getötet live. Das waren andere Einheiten. Okay, also das sind jetzt 4 Fullstacks, ne? Okay. Oh, die greifen jetzt hier richtig krass an. LOL. Mit ihren kompletten Fullstacks. Also meine Armee wird gewiped, aber dafür kriegst du jetzt die Stadt oben, Maurice. Johnny. Ja. Ich meine, es ist die Frage, wir können es ja kämpfen, ne? Ja, also, ich werde es auch kämpfen, aber das sind 4 Armeen. Könntest du nicht auch zurückziehen? Nein, weil ich im Marsch stehe. Oh, ich erinnere mich an den Marschbild, ja. Ja, okay. Genau, weil ich nicht wusste, dass du komplett weggehst. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt sind sie mit allen Armeen hier. Ich meine, die Verstärkung kommt halt spät, ne? In 3 Minuten erst. Das wird jetzt spannend. Probieren wir es. Also wir müssen sie kämpfen. Ja, klar. Ja. Ja, ich glaube, das wird wild. Was hat er denn in den anderen drin? Also die beste Chance, die wir tatsächlich haben, ist, dass ich so unfassbar viele Eiswachen habe. Und die gleiten halt durch wie durch Butter. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch die Winning Condition, die wir haben. Ich meine, also wir haben richtig mächtige Armeen. Meine kommt halt dann mit 10 Eisbärenreitern noch als Verstärkung. Du wirst angezeigt als 2 Verstärkungen. Ja, wir haben noch diese Siedlungsgarnison, die komplett im Arsch ist. Die wird nicht viel bringen. Okay. Das heißt, die Idee ist, wir fighten die erste Armee, bevor die anderen da sind. Ich meine, rechts ist 3 Minuten, links sind. Ah, die kommen halt genau zeitgleich an, ne? Das ist halt schon. Ja, aber alle spät. Und. Es ist, glaube ich, nicht unmachbar, aber es wird hart. Aber ich meine, du kommst halt 1 Minute vorher, aber du brauchst dir 7 Jahre dahin, trotz. Ja. Nee, es sind Bären. Die sind gar nicht so langsam. Ja. Also, ich glaube, wir schaffen das.
Ich glaube, wir schaffen das. Oder anders gesprochen, wir müssen es schaffen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als es zu schaffen. Es ist ja tatsächlich so, also wenn wir das jetzt nicht schaffen und dann wird halt Pia gewiped und ich ja im Grunde auch, dann haben wir die Kampagne eigentlich verloren. Weil selbst wenn Johnny dann die Stadt kriegt, dann kommen ja danach diese 10 Stacks. Wir kriegen es nicht rechtzeitig wieder aufgebaut, ja. Da kriegen wir nicht rechtzeitig unsere Truppen wieder auf. Weil wir kriegen dann auch kein Geld durch diese Schlacht. Aber wir kriegen 10.000 dadurch, dass wir das Achievement geschafft haben. Ja. Wird jetzt spannend. Okay, ich wäre ready. Ich hab dir jetzt wo wollen wir denn fighten? Ich habe dir jetzt nur 4 Einheiten gegeben, weil du ja wahrscheinlich auch von Maurice gleich noch Einheiten kriegen wirst. Ja, ja, das ist Die Einheiten, die du hast, kannst du gerne als Kanonenfeuer benutzen, um Sachen zu bündeln. Also ja, ich würd einfach schauen, ob ich seine Infanterie halt abgefuckt kriege. Ne? Nicht Infanterie, Artillerie. Ja, ja, exakt. Artillerie wäre großartig. Oder im Zweifelfall, wenn du seine Armeen delayen kannst, wäre das natürlich auch Weltklasse. Weil dann haben wir bessere Möglichkeiten zu reagieren. Wenn das stirbt, dann ist es egal. Ja. Okay, let's go. Let's do it. Das ist eine Artillerie. Okay, okay. Aber er chillt, ne? Naja, also, ja, aber ich provoziere den. Der hat nichts zu chillen, der hat keine Zeit zu chillen. Der soll sich herbewegen. Die Musik ist so episch auch dazu, ne? Ja. Ja, der wird wirklich einfach stehen bleiben, während du ihn befeuerst. Krasser Typ. Eiger Sack, ey. Das ist tatsächlich extrem scheiße. Dass der da jetzt einfach wegrennt. Wir müssen den angreifen. Ich habe keine Zeit zu warten, bis die anderen Armeen kommen. Jetzt bewegen sie sich. Boris ist gleich da. Was übrigens gerade ein relevanter Fakt ist, der, glaube ich, in meinem Chat gerade genannt wird, er darf ja nicht mehr als 40 Einheiten auf dem Feld haben gleichzeitig. Glaube ich. Ist das so? Ich glaube, da gibt es ja... Oder wir hätten... Man hätte da am Anfang einstellen können, große Armee kontrollieren, ja oder nein, dann ist weniger gleichzeitig auf dem Feld. Ja. Das hätten wir fast so ein bisschen abusen können, glaube ich. Ja, aber ist auch doof. Fühlt sich auch wie ein Abuse an. Ja, aber bedenkt, wir reden hier von einem Feind, der uns gerade 3 Fullstacks aus dem Nichts gespawnt hat, ne? Also. Auch das ist wahr. Aber nee, man darf mehr als 40 haben, weil ich habe auch gerade meine Stadtgarnison noch da. So. Die werden überhaupt eh nichts reißen. Bären da reingeritten kommen. Viele. Ja, die kommen jetzt. Also ich werde versuchen, die linke Armee einfach zu delayen, dabei die Artillerie noch zu beschäftigen, weil die sind ja ziemlich genau am selben Ort. Ja. Und von rechts kommen halt 2.
Jetzt ist leider die... Ist er schon mit seiner Armee bei der Artillerie? Die wollte ich eigentlich ein bisschen abfischen. Ja, aber ich meine, zumindest hat er ein paar Mal nicht gehittet. Jemals. So. Meinst du, du kriegst den Kommandanten daraus vielleicht? In the Wonder Wonder, was da gerade passiert? Vielleicht kannst du da mit den Bären rein. Ich glaube, das wäre am meisten worth. So, wie sieht's hier aus? Kannst du meine Frontline ablösen, Maurice? Jawohl. Ich muss mit meinen, also ich war jetzt mit meinen Eiswachen sehr weit drinnen, weil ich musste. Und ich würde die gerne nach hinten ziehen. Nee, ich schicke da die Zarenwache hin. Weil meine Zarenwache bricht tatsächlich komplett mittlerweile. Hier gerade den Fight gewinnen. Das really important. Ja. Oh, hier sind untätige Bären. Geht da mal rein. Gut, ich versuche, wo ich kann, mit Boris zu tanken, weil der mehr oder weniger einfach unverwundbar ist. Das wäre super, weil meine stirbt nämlich sonst. Es sind einfach zu viele. Das ist ein so krasser Ansturm. Also ich habe jetzt ein besseres Gefühl, weil meine Bogenschützen jetzt weiter hinten sind und mehr Schussfreiheit haben. Ich bin im Überlegen, ob es besser gewesen wäre, wenn wir halt wirklich gecornert hätten. Ja. Das ist das, was ich gerade überlege. Dass wir gar nicht sie angreifen, ja, genau, sondern sie kommen lassen, ja. Ich würde auch potenziell vorschlagen, dass wir das vielleicht nochmal fighten versuchen, wenn ihr wollt. Weil das ist ja quasi jetzt der entscheidende Kampf, den wir haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir hätten es vielleicht noch ein bisschen besser spielen können. Ja. Ja, jetzt sind wir gerade so in verschiedenen Kämpfen gefangen. Da werden sie uns, eine ganze Menge Verluste anrichten, weil wir einfach starke Nahkämpfe haben. Aber das gewinnen werden wir das nicht mehr, glaube ich. Also für mich ist immer ein großes, schlechtes Zeichen, wenn meine Bogenschützen mit Full Ammo sterben. Ja. Und das ist das, was hier gerade passiert, weil ich eingerannt werde. Weil meine Zaren-Dudes schneller weggebrochen sind, als ich dachte. Ich dachte einfach, die halten mehr aus und das haben sie nicht. Und deswegen waren die halt instant in meinen Kämpferinnen drinnen und die sind stark im Nahkampf. Aber man sollte sie erstmal losschießen lassen, bevor sie selber kämpfen. So. Ja. Und da habe ich einfach misplayed. Ja. Dann lasst uns das nochmal machen, weil das, man sieht es ja jetzt gerade. Ich möchte nur eine Sache noch ausprobieren. Dafür fehlt mir noch 2 Mana. Jawohl. Ich habe nämlich einen Zauber und ich will wissen, wie viel Schaden der im Gefühl macht. Ja, gerne. Damit ich auch weiß, auch wie ich den dann setzen muss. Dann bin ich dabei nochmal kurz auf Klo und bin gleich wieder da. Jawohl. Komm, ein Mana noch. Ein Ding Mana mal, wo noch. Du's denn machst. Da ist es. In die Mitte zu dem großen Blob, der von rechts kommt. Siehst du es? Ja. Naja, also dafür, dass er 24 Mana kostet, finde ich den gerade nicht so impressive. Naja. Geschwindigkeit minus 40%, Schaden pro Sekunde minus 60%. Ach, der hat unterschiedliche Phasen, die unterschiedlich stark sind. Der ballert jetzt noch richtig durch.
Ja, das sieht schon besser aus. Okay, dann ist er gar nicht so schlecht, aber auch nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Aber das ist ja eher mein Problem. Ich hätte es ja immer gerne stärker, als es ist. Okay, dann geben wir auf und kämpfen neu. Yes, yes, yes. Achso, wir können gar nicht richtig aufgehen hier, oder? Also du kannst, glaube ich. Und wir müssen eh neu laden dann, ne? Ja. Aber Maurice muss auch abgeben. Weil jetzt flieht nur meine Armee. Ach du Scheiße, das müssen wir unbedingt schaffen. Dankeschön, Winemodi, übrigens für den verschenkten Sub. Dankeschön, Shogun, für die 16 Monate. Und dankeschön, ElectroKid, für die 15 Monate. Vielen lieben Dank. Das ist super lieb. Ich bin auch nur kurz aufs Klo. Dankeschön, dankeschön. Flieht, ne? Bis gleich. Jawohl. I have returned. Wie war der Zauber? Demi. Schade. Gut, dann lass uns nochmal probieren, oder? Ich mach einfach den letzten Autosave. Jawohl. Oder reicht das, wenn du auch aufgibst? Kann man dann neu starten? Nee, ne? Das geht mit dem Singleplayer. Nee. Ja. Schade. Ich finde es immer so ein bisschen persönlich kränkend, wenn ich was verliere und dann bietet mir das Spiel an, die Aufnahme zu speichern. Und ich denke mir so, yo, wer würde das speichern wollen? Warum will ich mich daran erinnern? Richtig, ja, ja. Niemand will das. Wobei ich grundsätzlich die Funktion cool finde, weil du dir dann halt in Ruhe so deine Strategien und Fehler anschauen kannst. Mhm. Aber nein. Wobei ich das bei Total War noch nie benutzt habe. Ich finde eine Total War Schlacht ist, finde ich, nicht ein so komplexes Ding, dass ich, um meine Fehler hinterher zu sehen, sie nochmal komplett durchlaufen lassen muss. Meistens weiß ich schon während dem Spiel. Ich benutze es bei Age of Empires tatsächlich ab und an mal, weil eine Age of Empires Partie ist so komplex. Und du siehst auch nicht immer, was der Gegner tut, dass so ein Replay da mega wertvoll ist, um zu lernen. Wohingegen ich bei Gesundheit. Dankeschön. Wohingegen ich bei Total War, wo ich auch im absolut nicht irgendwie der perfekte Spieler ever bin, aber meistens schon mir selber denken kann, wie jetzt zum Beispiel so, wir hätten cornern sollen und so. Ja. Da muss ich nur mit dem Teil, was hat diese Dankeschön, eine Einheit Chat. Dann in Minute 3 gemacht oder sowas. Also ich glaube, es gibt natürlich Leute, die machen auch Videos und sowas. Dafür ist die Funktion, glaube ich, auch sehr praktisch. Also es gibt ja YouTuber, die benutzen, ich kenne zum Beispiel, es gibt Historienkanäle, die benutzen Total War, um ihre Szenen von Caesars Schlachten zu untermalen, zum Beispiel. Dann lassen sie Szenen aus Rome 2 laufen. Und ich glaube, da ist dann diese Replay-Funktion mega praktisch, weil du halt dann einfach so Fotomode-mäßig dir die Sachen angucken kannst und genau. Die filmen kannst und so weiter, auf jeden Fall. Aber auch wie krass, dass die das dafür nutzen. Also. So cool, ja. Ist auch insane. Kampagne ist wieder offen. Ich kann einfach rein. Ja, genau. Ich glaube sogar, es gab mal eine Fernsehsendung im BBC oder sowas, ganz lange her, die Total War benutzt hat. Zur Illustration der Schlachten. Das war noch Rome 1 damals, weil es halt damals schon so, also ist ja irgendwie immer noch, ne? Also handelsüblich, ohne jetzt irgendwie haufenweise CGI, kriegst du Schlachten kaum besser dargestellt, als einfach ein Total War Spiel anzuwerfen. Vor allem ist das halt viel teurer. Ja, genau. Es ist viel, viel teurer. Da schreibt jemand gerade, die BBC-Serie Die Laien war vor Total War gesetzt hat, um zu schauen, wie gut sie historische Schlachten schlagen würden. Ja. Und Historiker haben es kommentiert.
Geil. Geil, ja. Ach, Johnny ist sogar schon ready. Ich wollte noch nichts drücken, weil ich Angst hätte, er wäre noch nicht wieder da. Ich bin immer allzeit bereit. Ach, praktisch. So, jetzt muss ich mich natürlich absichtlich nochmal in diese blöde Situation begeben, ne? Achso, ich bin schon in der Situation. Ist schon passiert. Ja, das ist das Ende der Runde. Na dann, Gott sei Dank. Ja. Es wäre ja ärgerlich gewesen, wenn ich das anders hätte lösen können jetzt. Das wäre ganz schlimm, das wollen wir nicht. Nee. Aus Fairness. Dem Spiel gegenüber. Dass der da auch alle 5 Armeen darüber schickt, ne? Ja. Der hat Bock. Achso, ich dachte. Gar nicht gemerkt, sie wartet. So. 1, 2, 3, 4. 4 Armeen schickt er uns. Ja. Genau. Das heißt, oben steht nicht mal mehr die, die er sonst immer in der Base drin hat. Ich meine, wenn wir das gewinnen würden, dann hätte Johnny halt einfach jetzt eine freie Stadt, ne? Geschenkt. Ja, also ich kann da. Also ich habe da oben ja 22er. Ah, halt, stopp! Oh Gott, ich muss meinen Banner noch benutzen. Noch nicht ready drücken. Noch gar nichts. Komm. Jawohl, danke. Ich habe meinen Banner vergessen. Jawohl. Ich darf irgendwie nicht joinen. Ja, weil Maurice muss noch Bescheid sagen. Ja. Ach so, na gut. Ja, also wenn ihr das gewinnt, also to be fair. Auch das, was wir eben gekillt hätten, reicht, damit ich oben die Stadt kriege. Aber das schon, aber ich habe ein bisschen. Also, ich würde auch nicht aufgeben danach. Aber es wird halt eine Herausforderung, wenn wir alles neu rekrutieren müssen, ne? Ja, nee, sieht doch nicht gut aus. Also, ich glaube, die beiden Städte da sollte ich euch anyway geben. Also, die. Ja, Maurice muss mir die geben, in der er jetzt gerade drin sitzt, auf jeden Fall. Ja, und ich kann Maurice die beiden anderen geben. Und dann komplett den Westen alleine machen. Also das Problem, Leute, ist gerade weniger, dass wir dann die eine Stadt nicht bekommen. Die kriegt Johnny. Und das Problem ist eher, dass die Kampagne danach noch nicht vorbei ist. Ja, genau. Und wir halt danach direkt von den Chaos-Dudes von Osten angegriffen werden. Und wenn wir zu sehr geschwächt werden, dann ist unsere Befürchtung, dass wir vor dem nächsten Angriff, der losgeht, dass wir dafür nicht ready sind. Deswegen geht es darum, so viel wie möglich hier jetzt zu töten. Ja, mal gucken gleich. Und so wenig wie möglich zu verlieren. Es wäre großartig, wenn wir das irgendwie halten würden. But I doubt it. Ja. Also wir können uns nicht... Der Wald hier ist scheiße, ne? Also ich würde mich nicht komplett in die Ecke stellen, weil die laufen ja eh nicht auf uns zu. Ich würde mich halt so hinstellen und hier einfach warten. Weil auch wenn sie jetzt auf uns zulaufen, kriege ich ja jetzt unendlich viel Schaden, wenn ich mich so auf sie drauf quasi, wenn ich mich so positioniere. Und dann warte ich, bis sie kommen oder bis halt Maurice kommt. Ich glaube nicht, dass die mich angreifen werden. Aber so hast du auch die Möglichkeit, über den Wald auch dann zu kommen. Ja, ich überlege gerade. Oder wir gehen irgendwie, machen diese, weil vor dem Wald, da ist ja auch noch so ein... Nee, sie kommen nicht auf jeden Fall. Chat, wenn ihr backseatet, dann macht das doch bitte zumindest mit Fakten. Wir haben genau die gleiche Schlacht gerade gespielt und er hat sich in seine Ecke zurückgezogen und versteckt, bis seine Armeen kamen. Und deswegen haben wir es verloren, weil wir gedacht haben, wir können den Fight forcen und sie von mir weggerannt sind. Nein, der greift nicht an. Ja. Der wartet darauf, dass seine Armeen kommen, bevor er uns angreift. Ja, ich überlege halt schon gerade, ob wir irgendwo noch ein bisschen eine erhöhte Position sinnvoll beziehen können. Aber die Wälder da sind echt nicht optimal, ne? Wenn wir da hinten. Du meinst hierhin einfach? Das ist halt vielleicht auch nicht. Also hier hinstellen ist vielleicht auch nicht doof. Mhm. Weil du bist ja eh vor dem da und der kommt ja eh nicht, bevor seine Leute nicht da sind. Genau.
Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir ein bisschen so oder. Dankeschön, Seppel, oder für die 14 halt Monate hier, und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Erhöht. Dankeschön. Da ist halt ich weiß nicht, wo Ball. Hier ist. Ich habe gemalt, siehst du es nicht? Nee. Komisch. Warum nicht? Ja, aber ich habe mir auch eben schon alles angeschaut in der Schlacht. Also da, wo gerade die Hauptarmee steht, tatsächlich, das wäre auch von oben. Da ist halt rechts dann dieser Wald, aber rechts ist auch dieses. Er kann gar nicht so leicht in den Wald, weil da noch so eine Felsformation ist. Ja. Weil da müsst ihr dann ein bisschen hochkommen und du hast dann hier so eine durchaus so eine Berglinie. Und dann kann ich von rechts. Ich komme ja auch von rechts, das heißt, wenn er da flanken will, habe ich da die Bären. Ich mag das eigentlich hier in der Mitte so ein bisschen einen Spalt übrig zu lassen, weil dann kannst du da mit den Bären rein. Oder so, ja. Und halt auch in der Mitte reagieren, je nachdem, wo es benötigt wird, so. Und das kriegen meine Eiskönigin auch gehalten und dann. Ich hätte das jetzt einfach so probiert. Besser wird's nicht mehr. Machen wir das. Ja, warte mal kurz. Rechts steht noch eine Einheit. Ja, ich bin noch gar nicht. Du hast noch 50 Sekunden. Mental ready. Ja, let's go. Dann. Oh. War schön auch mal zu sehen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wo er steht. Wo man selber steht. Ja. Gut, er eiert jetzt so ein bisschen rum. Aber vermutlich wird er tatsächlich nicht angreifen und auf, wie letztes Mal, wie Pia meinte, auf die Verstärkung warten. Aber er steht diesmal auch woanders. Er steht jetzt genau auf der anderen Seite. Ja. Ja. Das sieht auch episch aus, also wenn wir uns da so anstarren. Ich meine, von der Seite, wo er jetzt steht, kommen halt zwei Armeen, ne? Von der linken eine. Gibt's ein Command für Dancen? Das weiß ich nicht. Ich meine, das Ding ist, er nutzt halt gerade nicht mal seine Artillerie, das ist schon echt ganz angenehm. Stimmt. Bitte sag, bitte verschreiß nicht, ne? Also. Jetzt geht er nutzt die Artillerie nicht. Wow. Ja, sehen Sie mal. Ja, hat schon was, ne? Und sonst so im Leben? Was habt ihr so gefrühstückt? Er kommt auch nicht ran, der sehen Sie mal. Wach. Ich habe gerade frische Brötchen gegessen. Oh. Mit Brissot und veganer Wurst und es war geil. Ah. Ja, war schon ein schönes Gefühl. Die mit Paprika? Ja, genau die. Genau die von Rügenwalder ist das, glaube ich, ne? Ja. Die ist einfach gut. Gut. So, jetzt haben wir hier eine Verstärkung. Der Kollaps auf dich, ne? Oh. Ja, komm noch links direkt. Ja. Aber... So, ich schicke meine Zarenwachen. Ich kann das, wenn du jetzt die Einheiten verschiebst und nicht die ganze Zeit sprinten musst, ne? Ich glaube, es wird eine richtig lange Schlacht. Ja, ich habe sie auch schon auf Nicht-Sprinten gestellt. Es wäre super, wenn der auf uns zu sprintet. Das wäre gut. So, momentan ich gehe mal rüber und frag. Entschuldigung, bitte sprinten Sie. Du bringst ihn halt auf schlechte Ideen, ne? Dann macht das vielleicht doch nicht, weil du es gesagt hast. Ja, aber umgekehrte Psychologie. Vielleicht wollte ich ja, dass er nicht dachte, dass ich es will, dass er es macht. Funktioniert das so? Okay. Naja, meistens funktioniert es dann gar nicht, aber verrat's niemandem. Ich verrat's niemandem. Immer wenn ich Hunger habe, schaue ich mir Einheiten von Nurgle an. Und dann habe ich keinen Hunger mehr. Dann hast du richtig. Ach so. Ah, okay. Ich finde, das ist eigentlich voll die gute Möglichkeit, Diät zu machen. Ja. Das stimmt. Er hat schon was, ne? So, jetzt wird er wahrscheinlich auf uns tatsächlich kollapsen, weil jetzt kommt er ja.
Was ist denn deine Idee mit... Du hast doch auch noch eine Menge Zahnwachen, ne? Ja, ich würde die so bei Pias Linie vor die Eiswachen stellen. Ja, ich gehe mit meinen Einheiten gleich auch noch weiter vor. Ich will so viel Platz wie möglich zwischen mich und... also zwischen meine Eiswachen und die Frontlinie kriegen. Ja. Aber da kommt gerade keine Verstärkung mehr von ihm. Das ist ausgegraut. Das heißt, er hat das Maximale an Einheiten auf dem Feld. Ja. Das ist wiederum ganz gut, ihn halt zu uns kommen zu lassen, weil so können wir die halt hier, bis unsere Munition leer ist, erstmal wegschießen. Ja. Aber dafür müsste er jetzt auch noch angreifen. Und to be fair erwarte ich mir das auch, weil uns die KI attackt hat. Und ich würde das extrem scheiße finden, wenn der sich jetzt nicht herbewegen würde. Also scheiße programmiert im Sinne von, weil er hat uns angegriffen, also soll bitte die KI auch uns angreifen. Aber ich glaube, sie macht das auch, sie zieht gerade ihre Truppen halt noch so zusammen. Und dann wird man schauen, was passiert. Das ist auf jeden Fall spannend. Splitte jetzt sehr, sehr noch spannend. Meine Bogenschützen auf maximale Breite aus. Auch für dich nochmal, Maurice, als Erinnerung. Nicht staffeln, weil die haben viel Artillerie. Das stimmt, das stimmt. Scheint schön gestrickt stehen. So, und jetzt beweg dich. Beweg dich, du Sau. Wer Arti hat, muss nicht angreifen. Ja, aber er greift auch nicht mit der Arti an. Ja. Also die solchen Truppen von rechts kommen. Du hast da noch so ein 6 sehr traurige Kavallerie, die gleich von den Thronen stirbt. Oh, die sollte zu deiner Kavallerie. Ja, die meine Kavallerie ändert seine Position. Ich gebe die dir mal noch mit. Ja, da wäre doch lieb. Guck mal. Die 6 Reiter. Danke, danke. Jetzt. Das sind große Helden. Wir haben Arti. Das ist großartig. Ja. Wir haben Arti und das ist absolut großartig. Ein kleiner Grom. Er bewegt sich. Das geht nur bei Nurgle halt nicht so schnell. Ja. Das stimmt. Ja. Diese Frösche sehen so ekelhaft. Kröten, das sind keine Frösche. Ich persönlich mag diese Seuchenthronen am wenigsten, glaube ich. Die sind einfach nur nervig. Ich meine, guck mal, wo der steht. Damit ist er verhindert. Ich will gerade nichts wegziehen, aber die sollten wir eigentlich rausfokussen. Ja, ich bring die einfach zu dir. Nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, warte. Weil die kommen nämlich von hinten rein und die zerschießen, also die machen mir hinten die Bogenschützen weg. Das wäre richtig blöd. Das hat uns letzte Runde das Spiel gekostet. Die Strichtien zu schicken. Aber ich kann sie halt nicht aufhalten, ne? Die fliehen. Ich schicke die halt immer einfach auf die Artillerie. Er geht auf die Artillerie damit, das war zu erwarten. Ich tue mal mit Boris dahin. Nee, ich stehe halt quasi neben dem Abschlussort. Da fliegt er wieder. Ja, ich geh mal auf die Jagd. Ja, ich habe 2 meiner Einheiten gedreht, damit wir die einfach rausnehmen. So, jetzt kommen sie. Die brechen. Ja, wir haben sie gleich. Sehr gut. Das ist alles einfach unangenehm. Kommt 2 seiner Kommandeure, aber sehr schöner Zauber. Naja, die laufen da jetzt in meinen Schneesturm rein. Ja, sonst gut. Weißt du, ob der Schneesturm Friendly Fire macht? Bitte? Weißt du, ob der Schneesturm Friendly macht Fire macht? Die Massen machen leider auch immer Friendly Fire. Ja, das ist ja okay. Versuch die mal da ein bisschen aufzuhalten, damit die nicht in deine Eiswachen gehen.
Okay. Diese Seite der Front sieht nicht so gut aus. Sehr ekelhaft. Ich glaube, wir könnten ja deine Bären ganz gut gebrauchen, wenn du da noch nicht nur ganz gut, wir brauchen die richtig dringend, sonst bricht die ganze rechte Seite. Ja, die sind ja schon an der rechten Seite, aber da kommt ja noch mehr von rechts. Hier quasi. Ja, es ist. Kann sich nicht über Beschäftigung. Ja. Klar. Oh Gott, da haben wir zwei große Verpester hier, ja. Ja. Uiuiui. Aber die Bären halten tatsächlich gerade schon ziemlich viel von der Flanke fern. Versucht das schnell aufzuwischen und. Also hier kriege ich gleich einen großen Verpester weg. Und jetzt drehe ich meine Einheiten um mir. Welchen den da? Den nehmen wir als nächstes raus. Der Verpester ist auch gleich raus. Die Bogenschützen machen das. Ja, der Verpester ist raus. Nächster Verpester. Und er bricht. Er bricht. Okay, und jetzt auf den gegnerischen Kommandanten hier. Willst du zuerst auf den, weil der so allein ist? Oder auf den? Ich gehe auf den in der Mitte, damit da die Moral von den Einheiten, die um ihn rum sind, bricht. Aber du kriegst einen Eiszauber auf der linken Seite. Ach du Scheiße, da kommt auch noch ein Seelenzermalmer. Kommt richtig viel, ja. Wir müssen jetzt erst den Seelenzermalmer fokussen. Weil der rennt da einfach alleine durch die Gegend und der sollte da nicht allein durch die Gegend rennen dürfen. Das sollte. Jawohl, wir haben den einen Kommandanten getötet. Der andere ist auch half. Ich glaube, wenn du gleich mitschirmst, ist keine Film. Unsere Artillerie stirbt. Gucken, ob ich da noch hinkomme. Oh. So, Seelenzermalmer weg. Los, weg. Macht es weg. Tötet es. Okay. Damit haben wir den auch. So. Also hier ist dein zweiter, der ist super low, wenn du da einmal drauf schießt. Ich schieß schon auf den rechts. Sehr schön. Ich bin schon auf dem drauf. Ich muss nur die Fliegen wegmachen, die da auch gerade sind, weil die Fliegen sind auch ein großes Problem. Naja, rechts ist leider so viel Nahkampfzeugs, dass selbst die Eisbärenreiter kommen da gerade nicht gegen an. So, die Fliegen sind auch gleich gone. Ja, ich könnte ja Artillerie auch noch was. So, nee, never mind. Meine Kavallerie ist gestorben, also wird die Artillerie wahrscheinlich gleich frei. Mhm. Aber ist so. Ich kann dir hier noch Sachen geben. Aber es wird schwierig. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, glaube ich, von seiner Armee besiegt. Wir haben so gut Schaden, ne? Wir haben so gut Schaden draufgeballert. Ja. Das ist trotzdem, glaube ich, für die Kampagne ganz gut. Und er ist jetzt mit seinen beiden Helden da, wo mal unsere Artillerie stand. Aber der eine ist quasi gleich dead. Die Artillerie lebt sogar noch, aber die hat eh kaum Munition. Aber witzigerweise baitet die tatsächlich ziemlich gut. Also ich krieg den Kommandanten so. Ja,
He's gone. Ach, jetzt habt ihr offen. Und diese Frösche sind aber auch einfach nur astronomisch nervig, oder? Yep. Ja. Ist ja wirklich lächerlich. Er hat sich feindliche Unterstützung, ist auch ja, nicht das, was man lesen will. Ja, ja. Kommt noch eine ganze Armee, ey. Aber tatsächlich sieht das ganz gut aus auf der wo? Katharina da Sachen macht. Da hinten kommen noch mehr Schleimbestien. Ja. Das Problem ist, dass meine Einheiten keine Schuss mehr haben. Das heißt, sie müssen in den Nahkampf und im Nahkampf verlieren sie. Aber ich würde sagen, wir haben aus diesem Kampf das Maximum rausgeholt, was geht. Ja, ich glaube auch. Und mit zweieinhalb Mal oder eher zwei ein Zehntel Armeen gegen vier Armeen zu spielen, ich würde mal schätzen, wir haben da mindestens zwei Armeen gewiped von dem. Ja. Also ich würde dem Run noch eine Chance geben. Die Frage, wie der den Wipe, also wie viel er jetzt wirklich bei dem dann auch an Units gestorben ist oder mit 2-3 überlebt, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch so weit spielen, wie wir kommen und halt so viel Schaden weiter anrichten, wie geht. Dass das da kommt auch so immer wieder wie möglich, zurück, also. Dass er so viel wie möglich von ihm stirbt. Oh, hier haben noch Truppenschuss. Das ist ja free. Ja, von der Streitzieher hat noch. Ja. Der hat sich gerade wieder berappelt, den hat schon länger nicht mehr. Aber diese Ice Guards sind so gut, ne? Die sind schon echt cool, ja. Deine Zauberin hat sich auch wieder berappelt. Ah, ich sehe es. Ich glaube, nicht so lange. Nee, die wird nicht lange aushalten. Selbst Boris ist zum ersten Mal, ich glaube, in all diesen Kampagnen, die wir gespielt haben, unter Half Health gefallen. Da hinten kommen noch fünf rein. Also rechts kommen keine neuen Einheiten jetzt mehr in die Karte. Ja. Aber links kommen noch fünf. Ja, es hat auch rechts leider gereicht. Die rechte Flanke, sie bricht und fällt. Ja, ist schon heftig. Ja, schon krass. Habe ich nicht erwartet, dass das so. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass uns da vier Einheiten erwischen werden an der Stelle. Also, dass die da reingehen auch wirklich. Ja. Ja, ich auch nicht. Ich das ist so punishen. Es ist halt die Frage, ob die jetzt quasi in den einen Zug auch wieder zurück zu ihrer Stadt kommen. Aber wenn die das auch noch schaffen, dann ist das schon schwierig. Sie haben ja jetzt die Stadt dafür wieder eingenommen, ne? Also. Nee. Sie haben mich angegriffen, nicht die Stadt. Ja, stimmt. Aber das sollte jetzt nicht das große Problem für sie sein. Ja, sie wipen ja die, haben ja die Garnison, war ja mit dabei. Aber wir schauen mal, was passiert. Das Einzige, was schlimm war mit anzusehen, waren seine Seelenzermalmer, die permanent alles weggebombt haben. Ja, du kommst halt nicht rein. Also, wir hatten ja die Bären-Einheiten, aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben mit zwei Armeen gegen vier gespielt, gegen vier volle 20er-Stacks. Du kommst mit den Bären einfach durch die schiere Menge nicht durch. Und wir haben ich weiß nicht, wie viele von seinen Monstern. Und ich habe allein zweimal oder dreimal die Meldung Kommandant bzw. Held getötet bekommen. Aber bei vier Armeen hast du halt so viele Monster. So, du tötest drei Seelenzermalmer und es kommt ein Vierter und ein Fünfter. Ja. Wir haben auf jeden Fall gut, aber es wir ist konnten die Armeen nicht zurückziehen. Ich stand im Marsch, Leute. Das war ja das Problem an der Sache. Ja.
Ich stand aber du hast auf jeden Fall einiges verrückt. Ich stand in der Siedlung, also kommt noch dazu. Also wir konnten uns beide aus verschiedenen Gründen, hätten wir uns nicht zurückziehen können. Und was auch bei mir gerade im Chat gesagt wird, Seelenzermalmer sind ja nicht ganz Artillerie wie sonst. Die sind auch gut im Nahkampf. Also in dem Fight davor erwischt, bin ich ja... Also in dem Fight davor bin ich ja dahin gejoggt. Ja. Und dann hat der einfach, ich hatte ja diese 3 Kavallerieeinheiten und ich konnte den nicht killen, bevor die Verstärkung da war, weil die einfach so slow sind. Die Hauptschwierigkeit ist tatsächlich, dass wir jetzt sehr viel Truppen verloren haben, ohne Geld zu generieren dadurch. Das heißt, ich glaube auch, wir kriegen diese Armeen nicht ersetzt. Also Boris wird jetzt belagert in der Siedlung. Und bei Dushika steht jetzt sogar wieder was. Also die haben mit ihren 2 Armeen im Marsch wieder hochgezogen. Klingt jetzt nicht nur positiv, obwohl du das wahrscheinlich sagen wollt. Natürlich. Nee, aber warte mal, der ist doch zu weit weg. Da komme ich doch rein. Ah ja, dann. Also ich kann jetzt direkt hier 5 rekrutieren. Und dann rekrutiere ich hier 2 Bären. Nee, ich kann nur 1 Bären rekrutieren, aber zumindest 1 Bären. Also ich bin in 2 Zügen wieder zumindest mit einer 10er-Stack-Armee bei dir. Dann schauen wir mal. Hast du schon Urson gerufen? Ich kann halt im Marsch keine Siedlung besiegen. Stimmt, nee, Urson, ich hatte vorher, weil wir angegriffen haben, den anderen. Aber jetzt sollte wieder Urson sein. Und wir haben auch nur noch 2 Züge, ne? Um zu gewinnen anscheinend. Oder ist das so? Nee, wie viel haben wir noch? 2 Runden, ja. Boah, das wird knapp. Das wird schwierig. Ist das in denen immer noch so, dass wenn ich nur meine schnellsten Einheiten anwähle, die weiterkommen? Ich weiß gar nicht, ob es schnellere Einheiten gibt. Ich weiß aber nicht, ob das so ist in der Runde. Es gibt schnellere Einheiten auf jeden Fall, aber es müsste auch so sein. Ich glaube schon, dass es auch so sein müsste, ja. Die Frage, ob man quasi eine Armee bilden kann, die schnell genug ist. Weil ich komme quasi fast bis an seine Stadt, aber halt nicht ganz. Und die Runde danach. Was zieht er denn da hoch? Das sind ja halt auch Armeen, die ganz schön kaputt sind, ne? Ja, aber der wird ja... Ich kann die Runde auch irgendwie nicht... Ah, jetzt. Ich würde mal ganz kurz auf die Toilette gehen. Ja, ich auch nochmal aus irgendeinem Grund. Aber... Dankeschön, Moko, für 3 Monate. Aber ist nur mein personal guest, also. Dankeschön. Weißt du, mit Freunden wie dir braucht man auch keine Feinde mehr in solchen Kriegen. Was es ist das ja jetzt auch hier? Ja, ich bin gleich wieder da. Da sage ich jetzt nichts mehr zu. Ah, ist okay. Hier, also, Leute, wir ziehen quasi hier rüber. Ich kann halt im Marsch nicht seine Siedlung angreifen. Das ist sehr frustrierend. Ich meine, ich habe halt meine beiden Fullstacks. Ich habe 18.000. Ich wäre echt ready für die zweite Phase. Aber ich habe mich auch gut off-guard gecatcht, dass der da einfach das machen konnte. Ne? Scheint sich so wenig dafür so viel auszugeben. Ja.
So. Na? Hallo, hast du gerade schon unsere Erfolgschancen durchgerechnet? Ja, tatsächlich sind die... Also ich glaube, du kannst die Siedlung einfach nicht halten, ne? Ja. Ich glaube, dann endet damit quasi der... Also wir haben jetzt hier diese komische... Es wäre halt echt mal cool, wenn die jetzt wirklich mal reingehen würden. Wir haben hier drei Verbündete, ne? Die alle als Ziel diese Armeen haben. Eigentlich. Ich glaube, dass die auch sehr schwer einfach auszubekommen jetzt sind, dass sie halt nichts tun. Also... Ja. Ich könnte aber gerade mal schauen, ob ich genug Einflusspunkte habe, um eine Armee zu übernehmen, ne? Ich habe auch gerade geschaut. Ich leider noch nicht. Oder was ist denn... Wo sieht man das denn am ehesten? Auf die Armee klicken geht leider gar nicht. Genau, deswegen müssen wir schauen. Ich weiß gar nicht, wo sehe ich denn die höchste Verbundenheit, die ich mit jemandem habe. Da gab es irgendeine Funktion für. Das würde mich auch interessieren. Aber ich kann hier gar nichts. Es kostet ewig viel Verbundenheit. Selbst für winzige Armeen. Will er irgendwie 68 oder so. Das ist anscheinend ziemlich waste of time für die Kampagne. Ich setze ihn trotzdem mal hier... Das ist halt schon sein Ziel, ne? Aber ich mach's jetzt trotzdem nochmal, um wirklich nur mal sicher zu gehen. Du sollst jetzt dahin gehen. Du da... sollst dir... den holen. Bitte. Ich könnte das irgendwie mal sortieren nach Verbundenheit, aber ich glaube, es ist ja wurscht. So, ich habe ihnen jetzt hier Ziele gegeben. Ja, also die höchste Verbundenheit, die ich habe, ist irgendwie so 28 rum. Ja, und du brauchst 60 oder so für eine Armee. Das passive Einkommen ist halt 2. Das, was es halt gibt, es gibt halt diese Aufgaben, ne? Also ja, aber wie soll man da das, wie soll man das hernehmen, ne? Wait. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Ziele gesetzt. Mal schauen, was die machen. Ja. Na gut. Naja, sie greifen leider an. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Muss man Auto machen, weil ich keine Chance habe, das zu halten. Hallo, ja. Ich bin da. Hallo, wir haben Bolgas gerade verloren. Scheiße. Also ich habe tatsächlich einen knappen Sieg gegen die vier Armeen, die er noch hat. Ganz, muss ich ein bisschen... Spielt das noch eine Rolle? Ja, oder? Ich meine, mach. Also, jeder Sieg ist gut. Ja, ist halt die Frage, ob man es noch ausspielen muss. Also, ob wir noch eine Chance haben, die Stadt da wieder zurückzuholen oder nicht. Glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die nächste Runde noch kriegen. Hat da noch zwei Armeen. Die sind zwar geschwächt, aber... Aber gegen was kämpfe ich denn hier? Ich habe ein 20er-Stack, ein kleinen Stack und wahrscheinlich die... Ah, komm, ich simuliere es. Was soll's. Dankeschön, Kano, für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Aber das waren aber alle bis auf eine, ne? Er hat nur noch ein 20er-Stack, mhm. Oh, er hat die Stadt auch nur geplündert. Das heißt, die Stadt Bolgas gerade gehört uns sogar noch. Nee, alles gut. Hexcloud, alles gut. Das heißt, dann haben wir sogar jetzt gleich die Mission geschafft, wenn du jetzt Tushika holst. Ja, das hole ich auf jeden Fall. Alter. Okay, da waren ein paar viele Mitteilungen. Ach du Scheiße. Ja, bei mir auch. Ich habe Nachbarn vor meiner Haustür. Oh, der Slaanesh-Typ kommt. Oh Gott. Ja. Ist ein bisschen früh, oder? Aha. Oder wir haben jetzt die Mission geschafft, immerhin. Also. Und. Ja, also ich würde Folgendes probieren. Warte mal. Ich komme einfach mit meiner Hauptarmee zu euch diesmal. Scheiße. Ja. Das klingt nicht gut. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja, also ich würde einfach mit meiner Hauptarmee.
wahrscheinlich am ehesten zu dir rennen gleich, ne? Nach Kislev. Dann baue ich eine dritte Armee hinten. Weil ich habe ja die, ich habe die Einnahmen bekommen. Wo habe ich denn noch eine Rebellion jetzt schon wieder? Och nee. Wie viel müssen wir denn eigentlich halten? Halten müssen wir, glaube ich, nichts. Wir müssen nur einmal diese vier Städte kontrollieren, damit okay, die Mission als erfüllt was gilt. Ich mich halt frage ist, macht es Sinn, Bösenfels einzunehmen? Damit wir eine bessere Verbindung in, über beide Richtungen zueinander haben? Falls jetzt Korn aus dem Norden auch bei Johnny kommt, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir uns Bösenfels holen, damit sollte Fort Ostrock und Zollschenk fallen, was ziemlich sicher passieren wird gegen Korn, so wir über Bösenfels quasi verbunden sind und dass wir halt versuchen, Ehrengrad und Prag und Kislev zu halten. Und wenn die anderen Siedlungen fallen, dann scheiß drauf. Wir brauchen ja nur unsere Hauptstädte eigentlich und deswegen vielleicht wirklich die Provinz da noch holen, die unter uns ist. I don't know, ob das Sinn macht oder ob das doof ist. Also doof ist auf jeden Fall nicht. Ist die Frage, ob man es halt zeitlich noch packt, aber I mean, I would risk it. Ja, also wir haben ja jetzt zumindest schon mal die Mission gewonnen. Also das wäre immer interessant, was jetzt mit dem Nörgelzeugs überhaupt passiert, wenn die gleich als erfüllt gilt. Wir haben jetzt hier auch leider noch mal gleich eine Rebellion. Ja, nicht nur eine. Aber ich kann. Aber das bringt Geld. Also, das ist gut. Ich würde quasi in dieser Runde die Siedlung noch behalten. Und dann in der nächsten würde ich euch halt eben Dushika und Fort Ostrock wahrscheinlich geben dann. Ne? Ja. Und dann baue ich quasi eine wirklich eine neue Armee unten. Und komme mit meiner anderen quasi, um Pia zu unterstützen, bis sie wieder was hat. Also ich würde jetzt auch mal probieren über Diplomatie, Kriegskoordination. Kann ich da schon was auslösen? Also Ich habe es das letzte Mal ja probiert und es war halt einfach unendlich. Ja, aber da mussten sie ja auch durch mich durch. Aber ich lege ja genau an denen an. Also ich bin ja direkt daneben. Und ich würde jetzt einfach den Ostmark-Dude, wo ist der denn? Genau, und den würde ich jetzt einfach direkt auf die Stadt schicken, die direkt an seinem Gebiet anliegt. Das schafft er ja vielleicht. Ja, also ich traue denen überhaupt nichts zu, aber ich meine, kostet ja nichts, ne? Ja. Also verliest alles, was uns was helfen kann. Ah, die haben Slanisch nicht als gemeinsamen Feind. Aber sie haben Nörgel als Feind. Das heißt, ich könnte gegen den gifthaltigen Dingsterbums da hinschicken. Na, warte mal. Die Frage ist ja, bei dem du erstmal. Kriege ich den dazu motiviert? So, wo ist denn der Ostmark-Mann? Das Imperium. Ist Ostmark? Ja, das ist das Imperium. So. Ich könnte doch den auch Krieg beitreten gegen. Und dann könnte ich den doch bitten, dass er in den Krieg gegen. Ist das der vorzügliche Schmerz? Jawohl. Das nimmt er nicht an. Der Max Lannisch, der Pisser. Wow. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was für ein Monster. Okay, habe ich da was anderes? Wie sieht's denn aus mit Manfred von Karstein? Das ist auch geil, ne? Wenn das Imperium dir nicht hilft, dann wie sieht's mit den Vampiren aus? Ja, aber ich meine, wenn das Teil ist. Aber warum nicht, ne? Also. Ach, wir sind noch nicht gut genug. Befreundet. Das ist halt scheiße, dass ich den da nicht um Hilfe bitten kann. Ich meine, die haben diese eine Armee, haben sie sowieso schon mal. Wie sieht's aus mit der Höllengrube, mit den Zuchtsgaven? Okay, dann schauen wir mal Imperium. Im letzten Run habe ich die genommen und das hat richtig viel gekostet. Das ist quasi Maurice Basic, die dran verreckt am Ende. Weil er da super viel seiner Armee verloren hat. Kriegskoordination, Ostmark, Ziel auswählen. Ah,
Höllengrube, das ist auch kein gemeinsamer Feind. Junge, was ist denn ein gemeinsamer Feind dann? Das ist doch nicht sein Ernst. Ey, das ist halt schon... Okay. Ich habe dem jetzt ein Ziel gesetzt. Schauen wir mal, ob das was wird. I doubt it. Ja, ich leider auch. Ja. Ja, aber wir tun, was wir können, ne? Wir tun, was wir können. Ja. I mean, we gotta try. Ich denke, das ist für die Challenge extra so gemacht, dass die nicht helfen, oder? Ja, aber dann nehme ich die Funktion raus. Mhm. Also zu ja, das sagen, dass das... Das wirklich sehr viel in die Richtung geklickt. Das war so, so, so nutzlos. Das ist echt richtig frustrierend. Ich meine, Handel haben sie ja auch einfach deaktiviert. Dann sollen sie einfach Kriegskoordination deaktivieren. So. Ja, sie aber... haben genau. Sie haben ja auch deaktiviert, dass du von denen Geld verlangen kannst. Also da sind schon ein paar Sachen, die sie eh schon deaktiviert haben. Fühlt sich auch ein bisschen wie so ein Bait an, ne? Dass man irgendwie denkt, ah, das ist die Lösung. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie extra Verbündete extra unzuverlässig gemacht haben für die Kampagne, weil die sind auch in der normalen Kampagne nicht immer die hellsten, sage ich mal. Schön. Aber klar, es fühlt sich schon ein bisschen baity an. Sie sind mit Nurgle im Krieg, Shiraki. Es geht ja um Nurgle gerade. Nicht um Slanesh. Slanesh. Aber ich habe hab mit Urson telefoniert. Der steht hinter uns. Oh, sehr gut. Das sehr heißt, gut. Die kriegen zumindest mal Verschleiß, die Dudes, die bei mir sind. Ja. Ja, Buddy Urson ist halt am Start. Ich brauche auf jeden Fall ganz dringend nächste Runde eine zweite Stadt, weil ich sonst nicht mehr rekrutieren kann, wenn ich gleich belagert werde und dann habe ich ein Problem. Ja, ja, du, ich schenke dir, ich will nur einmal gerade die... Nee, du musst Maurice schenken. Maurice muss mir Bolgas gerade geben. Und, weil ich sonst... kann ja zwei wegschenken. Ja, das aber die musst du beide an Maurice geben. Weil mir bringt das nichts, weil, also ich komme nicht ran. So. Bolgas grad ist für mich sinnvoll und für Maurice ist wahrscheinlich Duschjak sinnvoll. Ja. Und für Maurice, also eigentlich macht es nur Sinn, dass du eins hergibst, Johnny. Weil für Maurice sollten wir noch Höllengrube dann holen. Ich brauche nur Dushika und Pia kriegt Boulders gerade, das machen wir gleich. Die Jünger des Schlumms erklären irgendwie den Krieg. Ja, naja, die Oger greifen irgendeine Imperiumsfraktion an. Aber das Imperium mag ich. Ey, jetzt hat er wirklich mal hier, ich hab's gesehen, die haben gekämpft, die Verbündeten gerade. Die haben gerade eine kleine Nörgelarmee, glaube ich, angegriffen. Ja, geil, also geil. Hat sich schon fast ausgezahlt. Nee, warte mal, die haben mir das Geld weggenommen davon. Das ist ja frech. Das ist ja, das war so Dankeschön eine wegen kleine Restarmee von meiner Schlacht eben. Na gut. Okay, Mission erfolgreich. Und Slanesh hat sich zurückgezogen bei mir. Gut, der also. Steht nicht mehr vor der Haustür. Jetzt. Mich getrollt? Nee, shit. Gebe ich dem hier doch mal den Befehl, meine Stadt zu verteidigen. So, komm. Komm nach Prag. In Prag ist es schön. So, ich habe jetzt Ostland befohlen, meine Stadt zu verteidigen. Dem am besten keinen neuen Kriegs... Jawohl. ...gegeben. Dem, das ist der, genau... Und Helmut Feuerbach macht hier noch den Pustrocks Gifthalter. Der macht hier noch ein bisschen Feuer flach. Ah, so, das heißt aber, Pia, du bist gar nicht mehr bedroht, ne? Ich bin jetzt nicht bedroht. Achso, ja, das Maurice heißt jetzt auch Pia. Ich muss quasi Pustrox die Armee noch killen, ne? Und dann gehe ich. So, ich gebe jetzt Pia mal Bolgas grad. Also ich werde jetzt nächste Runde wahrscheinlich wieder voll am Arsch sein, weil wir werden jetzt wahrscheinlich niedergerannt werden von Slanesh und so weiter. Ne? Jetzt kommen die ganzen Rieseneinheiten. Nein, jetzt habe ich wirklich auf der letzten Schlacht, von der der Medien noch hatte, die verdammte Seuche bekommen. Are you kidding me? Ah, das ist doch... Das tut mir leid. Ja, das stimmt, dass die andere Zarenwache potenziell mehr Sinn machen würde. Da habt ihr tatsächlich recht, Chat.
Ja, es ist halt die Frage. Die Zweihandwaffen, also grundsätzlich, die Shit-Einheit hat mehr Nahkampfabwehr. Ja. Ja. Ja, wir gehen aber davon aus, dass in bösen Fates eine Armee sitzt. Ja. Macht mehr Sinn, habt recht, Chat. Habt recht. Oder gehen wir davon aus, dass Bösenfeld leer ist? Bösenfeld ist niedergerissen. Ja, also da kann auch keine geheime... Da könnten Skaven drin sein, aber da sind keine Skaven in der Nähe. Also es würde mich stark wundern, wenn da Skaven drinnen wären. Na gut. Da würde ich dir jetzt du Shika schenken, ne? Jawohl. Und ich hätte gern Borkas Grad. Ich nerv hier nochmal weiter, damit es nicht vergessen wird. Hab ich doch schon. Achso, ich hab's dir schon angeboten gehabt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ich hab's ja nicht. Ich kann Siedlung tauschen gar nicht machen. Siedlung, tauscht eine Siedlung mit dieser Fraktion. Angebotene Siedlungen müssen an das Territorium der anderen Fraktion grenzen. Ja, deswegen muss Maurice mir... Nee, warte mal. Grenzt ihr nicht aneinander an? Also eigentlich schon, weil ich habe ja Bolgas gerade, ne? Also noch gerade. Und eigentlich ist ja auch, dass die nächste, also Dushika grenzt ja auch an Prag. Ultra hart, ja. Komisch. Aber ich brauche es auch nicht unbedingt erstmal. Also. Ja, aber kannst du mal versuchen, das von mir zu machen? Ich habe jetzt erstmal Pia das Angebot gemacht. Mach mal, Pia, hast du angenommen? Ja, jetzt hast du Bolgas. Jetzt probiere ich mal bei dir. So, mit dem... Nee, stimmt, ich kann das gar nicht machen. Ja, ich auch nicht. Das ist ja super doof. Ja gut, aber dann ist es halt aber so. Warum? Braucht ihr ja nicht unbedingt. Keine Ahnung. Eigentlich sollte das gehen, weil wir hier eigentlich eine Grenze uns teilen. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich euch Dinge abgekupfert habe hier. Das ja, ich fühle mich schlecht, weil ich alles eingenommen habe. Ja, wir hatten ja nicht wirklich eine Wahl. Du musstest es ja einnehmen, sonst hätten wir es ja nicht geschafft. Richtig. Auch das ist wahr, aber trotzdem. Du kannst nicht mit aber auf sowas antworten. Aber doch. Aber doch, jawohl. Okay. Ich werde jetzt einfach wirklich mit Boris, ich gehe jetzt einfach komplett auf Bären. Ich mache jetzt einen Doomstack aus Bären. Weil ich glaube, es sind wirklich die beste Einheit, die ich mit ihm machen kann, weil sie halt halben Unterhalt kosten. Nichts ist so effizient im Unterhalt, wie einfach mehr Bären zu machen. Sie kommen auch schon auf Rang 7, er hat Boni für sie. Alter, was? Boris ist jetzt der Bär. Boris der Bär. Ja, oh, nee, klingt gut. Steuerlich kann man den Bären sicherlich auch gut abschreiben, ey. Ja, 100%. Dies Chat ist trolling me. Okay. So, jetzt greift wieder... Irgendwer greift irgendwen an. Berson länger. Wenn wir schon über Bären reden. Sind deine Truppen dann bärenstark, wird bei mir gefragt. Ja, oh mein Gott, ey. Ah, die waren gar nicht weg, die haben da unten nur gelauert. Aber die sind im feindlichen Gebiet, vielleicht fangen wir mit dem Imperium Stress an. Das wäre richtig gut, weil dann hilft uns das Imperium ja vielleicht doch noch. Oh, jetzt hat das Imperium hier Bosenfels eingenommen, als ich gerade auf dem Weg dahin war. Nein. Das ist ja super zäh. Das ist echt scheiße. So, und die versuchen da gerade... Ach so, nee, der steht nur bei Belgrad. Ich dachte gerade... Und hat halt ein bisschen... Der kriegt ein bisschen viel Verschleiß gerade. Upsi. Das ist so nervig. Ich muss jetzt ernsthaft hier noch gegen die... Züchterclan-Skaven fighten. Weil die sonst... Weil die kommen, ja, das letzte Mal sind die ja auch zu mir gekommen. Die sind mega nervig, dass die da immer kommen. Ja, vor allem kommen die einfach auch mit 2 Stacks. Das ist ja schon wieder richtig fies.
Ja. Na gut. Das ist halt so, ne? Ich darf jetzt nur nicht greedy sein mit, ich darf jetzt nur nicht greedy sein mit Defensive. Mit Patrouillen und allem, was in diese Richtung geht. Bau sie alle. Bau alles, was du kannst, Pia. Du wirst das brauchen. Fühl dich. Schon, ne? Das ist... Ich hab quasi bis vorletzte Runde noch kein einziges defensives Gebäude gebaut und jetzt einfach so... Ja, ja, jetzt braucht man die, ja. Gib mir Geld. Alter, die Witze werden immer schlimmer. Die Bären scheinen wohl unentbehrlich zu sein. Oh, das ist nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Naja, also jetzt, ja, sei doch nicht so. Entschuldigung, Entschuldigung. Bitte dich, also, das ist nicht nett. Ich fand's lustig, Chat. Ich fand's lustig. Ja. Ich auch. Glaub mir das jetzt noch? Schwierig, ne? Ich glaub nicht so. Spielverderber, Johnny. Was muss ich denn lernen, damit ich Patriarchen freischalten kann? Oder muss ich da ein Gebäude bauen dafür? Ich glaube, es gibt, muss ein Gebäude haben, ja. Ich weiß noch nicht welches, ich spiele Kislev nicht so viel. Was musst du für ein Gebäude haben? Sorry, für Patriarchs. Ah, das baue ich eh schon im Nachbarsgebäude. Ja, das ist echt... Ich habe nichts gesagt, mache ich schon. Die Sprüche sind manchmal schon ein bisschen bärfremdlich, wird bei mir gesagt. Alter. Jetzt übertreibt ihr es ein wenig. So, gibt es auch irgendwelche defensive Forschungen? Ich meine, es gibt nochmal 10% Munition für Eiswachen. Das Angst. Immer gut. Angst ist eine defensive Forschung. Probier es mal mit der. Ja. Ich meine, das letzte Mal waren wir halt genau in derselben Phase wie jetzt, aber wir waren uns halt nicht so richtig sicher, was als nächstes passieren wird. Jetzt wissen wir, dass wir Angst haben müssen. Das ist diesmal natürlich ganz einfach. Oh, ich mag das nicht, dass du so Wörter benutzt wie ganz einfach in dieser Kampagne. Bisschen dumm, ja, das stimmt. Die Zuschauer fühlen sich dazu berufen, schlechte Wortwitze zu machen. Aber sie fragen, ob sie es übertreiben. Und die Sprüche werden langsam ja erbärmlich. Aber man soll sich einfach mal beruhigen. Okay, okay. Was haben wir hier schon wieder? Ja klar, Krieg immer. Komm, ich bin überall dabei. Das Imperium. Das ist ganz schön bärenhaft. Zieht ihr mich da jetzt mit rein in den Krieg? Immer. Ja, super. Jede Runde erkläre ich irgendwie 6 Leuten den Krieg. Ich weiß gar nicht wo. Nimmt Überhand hier. Ja, super. Wo sind die denn jetzt hingelaufen? Ich kotze im Strahl. Ah, die Skaven kommt zu dir. Siehst du das? Ah ja, und witzigerweise hat Boris gerade die Eigenschaft bekommen, Skavenleugnung. Diabolische Rattenkreaturen leben unter unseren Füßen. Also jetzt habe ich wirklich alles gehört. Er glaubt wohl nicht, dass die Skaven überhaupt existieren. Ja, das scheinen sie ihm von überzeugen zu wollen, ne? Ja. Viel Glück. Wie, ich habe keine Eiswürfel mehr. Ach, willst du mich verarschen? Ich brauche noch eine Runde für meine... Gott, ich hoffe, ich kriege meine... Zauberin rechtzeitig in meine Armee. Eine Runde fehlt mir noch. Da sehe ich der... Interessanterweise scheint sich der Slaanesh diesmal ein bisschen aufzuteilen, weil er ist jetzt auch bei mir mit 2 Armeen und will hier plündern. Also so wie es jetzt aussieht, sieht es gar nicht ganz scheiße aus von den Armeen, die mich da angreifen wollen. Mhm. Also jetzt ist noch nicht maximaler Albtraum. Nur semi-maximale Albtraum. Gibt das Sinn? Ja. Gut. Wie sieht's denn an mit Orson? Kann ich den anrufen? Nee.
Ich würde übrigens, ich muss jetzt hier, Dubieska muss ich halt unbewacht lassen. Ah, also. Ja, das. Würdest du. Keine falschen Aufnahmen. Achso, ich hab Urson noch an, deswegen. Ich hab Urson noch an. Okay, da sind doch mehr Armeen, als ich dachte. Da kommt jetzt einiges leider, ja. Mein Mod schreibt gerade, er würde gerne das Wort Bär auf die Blacklist setzen. Was hast du denn gegen bärenstarke Bärchen-Kommentare? Was ist der beste Name für einen Bär? Naja, ich würde sagen Bruno, aber du scheinst da ja eiskalt zu sein. Wow! Also meiner heißt ja Urskin, deswegen ist das eindeutig der beste Name für einen Bären, den halt Boris sich erwählt hat, weil ich glaube, Boris kennt sich aus mit Bären. Also ich lese ein paar Mal gerade Brumm, Björn, Bärbel, Bärtilt, Bärlauch. Bärbel ist echt ganz gut, finde ich. Ich finde Berthold oder auch gut und Bertram. Wenn man ein bisschen literarischer geneigt Herr ist, könnte man ihn nach Dürrenmatt Kommissar Bärlach nennen. Aber ich weiß es nicht. Aber Bärbel finde ich gut für einen weiblichen Bären. Ich finde Berthold, finde ich sehr schön. Berthold ist auch gut. Und ja. Auch Hubert. Und Berbera. Oh, das ist ja gar nicht gut. Oder Barbera. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, das ist auch neu, dass nicht nur Zinch zu mir kommen, sondern auch 4 Slaanesh-Armeen. Keine Sorge, ich habe die restlichen alle. Geil. Also wirklich alle. Kommen jetzt hier auch so angeplündert. Das wird spannend. Was ist denn Stellung Kampfprobe? Oh. Meine wundervollen Freunde. Ich kann keinen Kampf mehr spielen. Ich bemesse da. Hä? Wieso? Ich muss ja. Ach so, Uhrzeit. Los. Ja, aber ich also mach da. 3 Minuten wäre relativ. Nee, ich mach da auch ein automatisches Gefecht draus. Und sage euch, dass ich gerade 3 Armeen gewiped habe. Oh, wie? Und mit einem automatischen Gefecht aus meiner Stadt raus. Und alles, geil. Was mich belagert hat, ist tot. Geil, also es kommt da noch ein bisschen was unten, aber nicht so viel, ne? Nope, also, es ist weg. Hammer! Und ich also kann jetzt nach oben kommen und helfen. Das ist gut, weil was? Du siehst, das ist benötigt. Und ich habe auch tatsächlich einen imperialen Verbündeten auf dem Weg. Hier, Valmir von Raukov ist tatsächlich auf dem Weg, Prag zu verteidigen. Also, mal schauen. Dann können wir doch hier speichern. Ist doch ein optimistischer. Aber Punkt. Wollen wir den Zug trotzdem beenden noch? Ja, ich glaube auch, sonst bin ich auch. Weil sonst habe ich keinen Plan, was abgeht. Also, ich habe tatsächlich nichts, was ich tun kann. Ich hock halt in meiner Siedlung und harre der Dinge, die da kommen. Ja, ich muss mich halt noch entscheiden, welche Siedlung ich verteidige und welche ich opfere, ne? Das sind beschissene Entscheidungen. Die harten Entscheidungen des Lebens. Ja, ich komme halt nicht mehr ganz weg, weil die scheiß Skaven halt noch von oben kommen. Also ich habe halt. Kennt ihr diese, das sieht gar nicht so gut aus. Ich kann halt eine Armee wegblitzen, aber dann komme ich nicht mehr in meine Stadt. Das klingt nicht so gut. Es ist auch einfach nicht, glaube ich. Ja. Ja, wir haben da hinten, es kommen noch 3 Armeen, das ist wahr, Chat, das ist wahr. Aber bis die da sind, vergeht noch Zeit und die werden auch an mir zerschellen tatsächlich. Die Frage ist halt, okay, nur dass ich das ganz kurz abgeklärt habe für mich. Welche Einheiten habt ihr jetzt eingespannt vom Imperium? Ich habe diesen Valmir von Raukov, also Ostland. Der sollte am besten sein Ziel nicht ändern, weil der geht zu meiner Stadt. Ansonsten. Ich merke gerade, ich habe jetzt wieder Punkte mit manchen Leuten. Wen würdest du denn benutzen wollen? Ich würde jetzt Stirland potenziell nutzen. Mach das gerne. Aber der ist nicht befeindet mit Slaanesh.
Aber er ist befeindet mit, was, mit Zench, der da oben kommt. Das heißt, den kann ich auf Zench. Oh. Ich kann nicht reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich kann das auch gerade. Ich merke gerade, ich kann jetzt Karl Franz auf jemanden werfen. Dann werfen wir doch mal auf jeden Imperialen, auf einen anderen Zinch-Typen. Auf wen willst du werfen? Ich, ah, du ich hast hab's schon auf Raktis. Dann werfe ich Karl Franz auf hier Utizar oder sowas. Und dann kann ich Helmut Feuerbach. Wir müssen uns nur beeilen, ne? Weil, Johnny muss los. Ja. Ja, aber ich bin ja auch der, der die Runde noch so ein bisschen länger gehen lässt. Kann ich den auch zum Unterstützen holen? Ja, du kannst ihn, eine, wenn du eine eigene Stadt als Ziel wählst, dann kommt er dahin und stellt sich daneben. Geil, dann habe ich nämlich, dann habe ich den jetzt nämlich zu meiner Hauptstadt geschickt, den Helmut Feuerbach. Mhm. Weil wenn ich den zu meiner Hauptstadt schicke, kann ich zu dir hochkommen. Ja, sehr gut. Und dann habe ich hier noch Leute auf Hochland geworfen. Hochland habe ich hier auch noch, den, von dem kann ich auch. Warte mal, Hochland habe ich, glaube ich, gerade schon wohin geschickt. Dann nehme ich den nicht. Woher ist das? Oder ich bin mir sicher. Nee, ich habe. Wo steht denn der? Wen meinst du? Der heißt Hochland. Ach so, nee, aber der General heißt der. Ach so, das, aber das Hochland, das Imperium Adelbrand Ludenhof. Ah, nee, den habe ich noch nirgendwo hingeschickt. Ja, den kann ich nämlich auch noch wohin schicken. Ich könnte von dem auch eine Armee anfordern. Oh. Nee, das kannst du noch nicht, oder? Ah, nee, das ist da nur... Da braucht man sehr viel Verbündete, in, also Verbundenheit in der Regel. Aber ich habe hier noch aber ich Waldemar den auch Hermann. Noch. Ich schicke den... Es ist ein Pyrrhus-Sieg. Das ist ja gar nicht geil. Das ist ein knapper Sieg. Hallo, Avakon. Mit niedrigen Verlusten. Ja, das ja ich würde die Schlacht aber wahrscheinlich lieber spielen. Also ich würde am liebsten würde ich hier speichern. Dann speichern wir jetzt hier und spielen das ab ja. hier. Ja. Dann wissen wir, womit wir nächstes Mal starten. Ja. Aber also, dann musst du rausgehen da. Ach so, ja, kann ich ja nicht, ne? Also du kannst halt jetzt ein Safe-Game machen vor der Schlacht. Es gibt da unten rechts diesen ja. kleinen Button. Ja, ja, hab den ich. Müsstest also du machen, musst du genau. Dann musst du nächstes Mal hosten. Ja. Und ich mache jetzt gleich trotzdem noch ein Sicherheits-Safe-Game. Du kannst ja erstmal Auto-Resolven. Und dann ja. mache ich noch ein Sicherheits-Safe-Game bei mir, aber wir, idealerweise nehmen wir dann deins nächstes Mal. Ja, tatsächlich habe ich auch nicht so viel verloren, also I guess it's okay. Bild. Gut. Cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch heute wieder. Dann, ja, ich speichere mal noch. Ich würde gerade eine Sache kurz noch ausprobieren nach dem Safe-Game. Ich mache jetzt noch einen Speichern. Wenn du einen Ausfall machst, was du... Nee, ich würde... Was passiert, wenn ich einer anderen Fraktion das gleiche Kriegsziel gebe? Gehen sie beide dahin oder überschreibt es dann, dass der andere nicht mehr? Weil ich würde interessieren, ob ich mehrere... Ich hatte alle drauf, es ging. Aber du hast okay. gespeichert, ne? Ja. Dann würde ich nämlich jetzt schon mal mich verabschieden. Jawohl. Das ist nämlich leider. War mir ein absolutes Fest. Lass uns gerne schreiben, weil wir weitermachen. Das sieht ja gar jawohl. Nicht gerne, geil aus. Gerne. Ich glaube, es hat sich auch echt gelohnt, immer von vorne anzufangen. Auf jeden Fall. Fall. Das ist super cool. Ich danke euch ganz herzlich. Bei mir ist jetzt eben ein bisschen schwierig alles, aber ich kann ja auch mit Boris, der hat ja zumindest schon den Blitzangriff. Also ich kann ja mit den Bären immer was wir kommen da auch nächstes mal hoch, Maurice, dann kriegen wir das hin. Ich glaube auch. Dann. Julio, ich wünsche euch Spaß. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich tschüsse euch. Tschüss. So. Kurz mal an